Glück auf und Vorhang auf zu den Wahlen 2016 um den kleinen Ort Fernweh. Und klein ist er wirklich, aber er kann riesengroß werden. Ihr habt es ja wahrscheinlich eben schon im Intro-Video gesehen. Es ist eine wunderschöne Gegend hier am Meer gelegen. Ihr habt nur einen Dorfbewohner, hier ihn hier, ne? Oder sie, Entschuldigung. Das ist ein Gelehrter auch noch, ein Gelehrter. Ja, ich habe das ganze Kram aus uns gerade dabei, ist richtig. Ein Gelehrter, eine Gelehrte und das ist Fernweh, wo jetzt gerade die Sonne untergeht. Es gibt einen Brunnen ohne Huhn. Ich habe auch leider kein Ei dabei. Nein, leider nicht. Und es gibt hier ein paar Häuser. Da ist noch nicht viel drin. Ach, das ist die Kirche sogar. Es gibt eine kleine Kirche. Es gibt eine Bibliothek. Wahrscheinlich hier von der Dorfbewohnerin, ne? Die Gelehrte. Aber es gibt ja die Möglichkeit, Dorfbewohner mittels Zombie-Umwandlung umzusetzen. Und das kann ich ja dann zusammen mit dem ersten Dorfbewohner machen. Hier ist schon einiges an Heu enterntet worden. Aber das können wir auch wieder neu hinpflanzen. Ja, heute geht es um die Bauaufgabe, die ich euch gestellt habe. Ihr solltet eine Schenke bauen. Und es geht um die Regeln für die Wahlen und um den Startschuss für die Wahlen 2016 für den kleinen Ort Fernweh. Starten werden wir gleich mit der Bauaufgabe. Nach der Bauaufgabe werde ich dann nochmal die Regeln erklären und alles weitere. Ja, und dann geht's los. Dann starten die Wahlen und ich bin gespannt, wer das Rennen macht. Wir haben ziemlich viele Bewerber. Ich kann ja mal ganz kurz die Liste mal herholen. Oh je. Also, die Bewerber habe ich hier noch einmal. Den Martin Papst, den Geris Jan, den Skyline HD, den Jagdpanzer, den Darth Raven, Raven Darth, den Enrico, auch als Serlo bekannt, den Yu, den Tobias, Maus, Igel, Diesel, den Zocksuchti, den Cedric Elsius, den Shadowskull, nicht, der ist außer Konkurrenz, Moritz von Saxuesch, tut meistens nix, Blitzschlachter, JJ spielt, Naemo, Onkel Willi, Anni, den Marvin W., Redaktion Levonix, Tobias, Robin T. und den David Zepf, Fanstreich. Und wir gehen jetzt schlafen und dann geht's los mit der Bauaufgabe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Gute Nacht. Und da sind wir wieder zurück in Hundsgrab. Also wir sind in Hundsgrab und bevor wir jetzt mit der Kneipentour starten, möchte ich euch natürlich noch erklären, um was es da überhaupt geht. Ich hatte den Wahlkandidaten die Aufgabe gestellt, eine Schenke zu bauen in einem kleinen Dorf und hatte da eine Map vorbereitet in einem kleinen NPC-Dorf. Und die Wahlkandidaten sollten eine Schenke bauen. Wir haben ja Wahlaufgaben gegeben. Hier, das ist schon alles ein bisschen umgestaltet, das werdet ihr gleich noch sehen. Es gab mehrere Aufgaben und eine davon war Bauaufgabe Schenke. Und ich glaube, es waren, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meine Liste gucken, 12 Leute, die dieser Bauaufgabe nachgekommen sind und mir eine Schenke zugesendet haben. Das heißt, sie konnten sich die Map downloaden mit dem kleinen NPC-Dorf, da war sonst nichts. Und dann konnten sie dort eine Schenke bauen. Wir gucken mal. Das war einmal der Martin Papst. Dann der Geris. Moment. Kommando zurück. Ich muss mal gucken. Also, überall, wo eine Fackel drüber ist, die sind dieser Bauaufgabe nachgekommen, ne? Also, der Martin Papst schon mal nicht. Der Geris Jan auch nicht. Aber hier der Skyline HD. Der Jagdpanzer hat die Bauaufgabe erledigt. Der Revan Dars leider nicht. Der Serlo, sprich Enrico, hat die Bauaufgabe erledigt. Der Yu hat die Bauaufgabe gemacht und hat eine Map eingesandt. Der Tobias Mausigel Diesel hat eine Map gewandt. Oh Gott. Der Zocksuchti hat das leider nicht gemacht. Der Cedric Elsius hat eine Map abgegeben, hat eine Schenke in einem Dorf gebaut, die wir gleich sehen werden. Der Moritz von Saxuesch hat auch, ich habe schon wieder den Pfeil in der Hand, hat auch eine Schenke gebaut. Der tut meistens nichts, ist ja raus. Er hat seine Wahlkandidatur zurückgezogen. Ich habe schon wieder den Pfeil. Jetzt müssen wir aber mal hier was machen. Die packe ich jetzt mal hier hin. So. Der Blitzschlachter hat leider keine Map eingesandt. Der JJ spielt, hat eine Map gesendet. Der Nahemo hat eine Map eingesendet. Dann der Onkel Willi hat leider keine Map gesendet. Richtig? Müssen wir mal kurz auf die. Ja, richtig.
Die Anni hat eine Map eingesendet. Und wen haben wir hier? Der Marvin W. hat auch eine Map, also eine Schenke gebaut und hat die Map zurückgesendet. Der Redaktion Levonix leider nicht. Der Robin T. dafür hat eine Schenke gebaut. Und der David Zepp hat leider keine Schenke gebaut. Das heißt, ihr habt gerade gesehen, wer alle Schenken gebaut hat. Die Reihenfolge jetzt wird total durcheinander sein. Und ich werde auch nicht sagen, wer die Schenken gebaut hat. Das heißt, ihr werdet nur eine Nummer kriegen und da können die Wahlberechtigten, die Wahlberechtigten sind diese hier, diese Herren hier, das sind die Wahlberechtigten, hier stehen überall Betten rum, der Nico B. ist wahlberechtigt, der Bürgermeister Fernweh, der kommt erst noch, den werden wir finden, der Tomcat ist wahlberechtigt, der Powerplayer ist wahlberechtigt, der Zornan ist wahlberechtigt, ich bin auch wahlberechtigt, der Delfino ist wahlberechtigt, der Matrix-Schlange, der Dune Deinisch, die Schokay und natürlich unsere drei vom Rat der drei. Die sind auch wahlberechtigt und das sind ja hier der Mesmesheim, die Oma Luise und der Shadow Skulls. Das heißt, die können abstimmen, welche Schenke ihnen am besten gefallen hat. Das werde ich hinterher nochmal genau erklären, nach dem Video gleich werde ich nochmal genau erklären, wie sie das kundtun können. Da wird es nämlich ein Buch geben und auch die Möglichkeit einer Fernwahl, indem man mir eine PN schickt. Aber jetzt geht es erstmal um die Schenken. Wie schon gesagt, sie hatten so gut eine Woche oder zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, schon so lange her, Zeit, eine Schenke zu bauen und mir die zurückzuschicken. Wie schon gesagt, ich werde jetzt nicht die Namen dazu sagen, wer welche Schenke gebaut hat, aber es wird Nummern geben und die können dann später in das Buch reingeschrieben werden oder mir per N geschrieben werden. Ihr könnt natürlich auch gerne, also hier, liebe Zuschauer, liebe Community, ihr könnt natürlich auch schreiben, zum Beispiel, mir hat Schenke 2 am besten gefallen, mir hat Schenke 5 am besten gefallen, mir hat Schenke 7 am besten gefallen oder wie auch immer, ne? Und starten werden wir erstmal mit zwei Schenken, die nicht zuzuweisen waren. Das ist einmal die vom Shadow Skulls außer Konkurrenz und noch eine weitere Schenke vom Elias Zimmermann. Da wusste ich leider nicht, ob er einer der Wahlkandidaten ist oder einfach nur ein Zuschauer, der auch eine Schenke gebaut hat. Das war ja, stand ja jedem sozusagen frei. Ich habe diese beiden Schenken aber auch als Beispiel genommen. Und da geht's jetzt gleich los. Wir werden also gleich unsere Kneipentour starten, werden uns die einzelnen Schenken angucken. Ich hoffe, ich kann, da hab das möglichst neutral betrachtet, das Ganze. Und dann sehen wir uns hier wieder. Und dann zeige ich euch die Sache mit dem Buch, ne? Wie das dann läuft, wie ihr abstimmen könnt. Hier die Leute aus dem 3M-Land und auch die Leute, die per Fernwahl teilnehmen wollen, die also gerade nicht da sind oder nur eine PN schicken können. Alles ist möglich. Alles ist möglich und jetzt geht's auf Kneipentour, ich freue mich. Jetzt kommen die 12 Schenken plus 2 Schenken von Leuten, die nicht teilnehmen an der Wahl. Alles sehr kompliziert, aber ihr werdet das schon schaffen. Also Leute, auf die Kneipentour, ich freue mich an Ast. 14 Kneipen wurden mir zugesendet und die will ich euch jetzt vorstellen. Zwei Kneipen fallen aus der Konkurrenz raus, nämlich einmal die vom Elias Zimmermann, die wir jetzt hier sehen, und die vom Shadow Skulls, vom Elias, weil ich die nicht zuweisen konnte. Entweder hat er gar nicht an der Wahl teilgenommen oder er hat einen anderen Nickname, mit dem er sich bei der Wahl beworben hat, also einen anderen Namen. Und ja, ich konnte den nicht zuordnen, leider. Ich hatte ja auch nochmal in den Folgen nochmal gefragt, da kam aber, glaube ich, keine Antwort. Zumindest habe ich sie nicht gelesen. Ich kann mir halt nicht immer alle Namen merken, also die Namen, das geht schon, eure normalen Namen auf YouTube, die kann ich mir schon merken, aber nicht dann auch noch die Namen, die ihr bei Minecraft verwendet oder sonst was. Ja, ich denke aber mal, dieses Haus wurde einfach außer Konkurrenz gebaut und deshalb zeige ich euch das jetzt mal vom Elias Zimmermann, so als kleiner Appetitanreger, bevor dann die richtigen Häuser kommen, die ihr dann auch wählen könnt. Ja? Ich hatte es ja schon mal vielleicht erwähnt, jetzt im Vorspann. Also wahlberechtigt sind, also die Leute, die über die Häuser abstimmen können und dann offiziell auch gewertet werden bei der Wahl, ist einmal der Matrix, der Zordan, der Delfino, dann Zeron, also ich, darf natürlich auch mit abstimmen, der Dune Deinisch, die Shokay, der Tomcat, der Nico B., der UFO-Mann, der Powerplayer, die Oma Luise als Mitglied des Rates der Drei, ne, natürlich darf auch mit abstimmen hier bei der Bauaufgabe.
Also Oma Luise, Shadow Skulls und Mesmesign, die dürfen auch ihre Stimme abgeben. Die müssen dann einfach nur schreiben, welches Haus oder welche Schenke hat ihnen am besten gefallen von den ganzen vorgestellten Schenken. Zumindest alle, die dann eine Nummer haben, also alle, die offiziell an der Wahl teilnehmen. Ist alles sehr kompliziert, aber ihr schafft das schon. Ich bin da die gute Inge. Na, ich bin die gute Inge. Also wie schon gesagt, das hier ist das Haus vom Elias Zimmermann. Außer Konkurrenz, genau wie das, was gleich kommt vom Shadow. Aber es ist so schick geworden, dass ich es einfach mit reinnehmen wollte, um euch mal so ein bisschen auch zu zeigen, ja, wie das Ganze aussehen kann. Ne? Also es sind alles sehr schöne Schenken. Ich werde auch versuchen, das Ganze möglichst wertungsfrei zu machen. Aber hier kann ich ja noch, ne? Die ist ja nicht mit in der Wertung. Die wunderschöne Schenke hier vom Elias Zimmermann. Steinoptik. Wir gehen erstmal einmal außenrum, würde ich sagen. Da steht auch ein Pferd mit einer Diamantenrüstung. Das Ganze wurde im Kreativmodus gebaut. Das muss ich nochmal dazu erwähnen, um allen die gleiche Chance zu geben. Man konnte also alle Baumaterialien, Ressourcen verwenden. Musik habe ich hier keine jetzt erstmal, weil ich möchte das Ganze natürlich möglichst neutral vorstellen. Es geht ja immerhin um die Wahl von Fernweh, also um den Bürgermeister von Fernweh 2016, der dann einen dauerhaften Platz auf Servar, auf unserer wunderschönen Welt im Dreielmland kriegen kann. Also jetzt, das war es erstmal von außen, jetzt gehen wir mal rein. Automatische Tür, hier schöner Teppich verlegt, der Schankraum. Ah ja, Kneipentour, 14 Kneipen, ui, das wird eine Menge. Hier kommen auch Steaks raus, hier kommt auch Lachs raus, wunderbar. Was haben wir hier? Trank der Unsichtbarkeit. Ich will mich natürlich nicht zu lange aufhalten, aber hier gibt's Schnaps, Bier, Rotwein, Cola, Fanta und Wasser. Sehr schön. Und auch alle möglichen Speisen. Einwandfrei. Kann man hier erhalten. Hier ein paar Schanktische. Hier geht's dann runter. Hier geht's runter. Uah, alter Schwede. Und er mit der blutigen Schürze. Das sind wahrscheinlich irgendwelche alten Besitzer der Schenke oder irgendwelche Helden, die mal verstorben sind. Nur für Personal ist hier. Da kann man auch nicht reingucken. Okay, ah, das ist ja cool gemacht. Kann man nicht reingucken. Da können wir natürlich auch nicht rein. Hier ist der untere Schankraum. Alles ein schöner, düsterer Keller. Balken, die es abstützen. VIP-Zimmer. Boah, alter Schwede. Alter Schwede, VIP-Zimmer. Hier gibt's Wein und Suppe. Und ist auch nicht was los, ne? Die Dorfbewohner, das ist auch sehr schön, ja. So eine schöne Lounge für die, für die VIPs. Da können sie sitzen und über VIP-Sachen reden, zum Beispiel. Ja, gehen wir mal weiter. Hier ist das WC. WC ist ja auch mal sehr wichtig. Auch sehr schön hier mit den Trennwänden. Ja, hier, ne? Ist anscheinend nur ein Herren-WC. Gibt's hier auch noch ein zweites WC? Nein, gibt es nicht. So, ich versuche natürlich immer nichts zu vergessen, ist natürlich trotzdem möglich. Hier, das war VIP, ne? Ah, das ist das. Ah, VIP-WC gibt's auch noch, sehr schön. Ein Stahl-WC für den stählernen Arsch der VIPs. Hintern, wollte ich natürlich sagen. Okay, gehen wir mal da raus. Ey, Vorsicht, das finde ich witzig. Hier geht's noch hoch, sehr schmale Treppe. Da könnte ich mir vorstellen, nach dem einen oder anderen Zwergenbräu könnte man da schon mal das Gleichgewicht verlieren. Hier oben auch nochmal so eine Möglichkeit, sich hinzusetzen. Auch sehr, sehr schick geworden, das Ganze. Wein aus eigener Brauerei. Sehr schön. Und hier steht auch noch, don't touch. Okay, geht's noch weiter? Es geht, glaube ich, noch weiter. Hier geht's auch noch auf ein, wenn man zu faul ist, runterzugehen, kann man hier auch nochmal sich entleeren. Also WCs gibt es hier wirklich genug für alle möglichen Konsorten. Nach ganz oben geht es, glaube ich, nicht. Die sind immer sehr verwinkelt, die Schenken. Da müssen wir echt ein bisschen gucken, dass wir da auch von allen Schenken immer alles erwischen. Aber wie schon gesagt, die Treppe ist sehr, 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 sehr gefährlich für Betrunkene. Sagen wir mal. Oh, ich mach mal lieber Tür zu. So, das war die Schenke, wie schon gesagt, außer Wertung von Elias Zimmermann. Jetzt fliegen wir mal hier vom Eingang mal einmal noch rum, damit ihr das Ding auch mal von Weitem seht. Fügt sich ja sehr schön ins Dorf ein. Ist natürlich mit Abstand das gigantischste Gebäude des Dorfes. Aber naja, es ist ein Anfang und es kann ja noch viel entstehen dann später mal. Vielleicht. Sehr schön. Danke, Elias, für deine Einsendung. Ich gehe jetzt hier mal aufs Dach, Johe, und wir gucken uns mal die Schenke vom Shadow Skulls an.
So, und da sind wir auch schon bei der zweiten Schenke außer Konkurrenz. Also für die könnt ihr nicht stimmen, genau wie für die erste von Elias. Nämlich vom Lordregenten der Nebelande, vom großartigen Shadow Skulls. Der Weg ist hier so geblieben, wir gehen mal hin. Werden dann auch wieder einmal um das Gebäude rumgehen. Hier könnt ihr es nochmal von Weitem sehen. Das habe ich extra gemacht, dass man hier so auf das Gebäude zugehen kann und das nochmal aus der Ferne betrachten kann. Ein schöner Vorgarten. Wir gehen auch wieder rechts rum. Schöne dunkle Fenster, alles abgedunkelt, damit man nicht reingucken kann und damit die lauschige Atmosphäre auch da ist von der Schenke. Da hinten hängt die Wappenwand. Ich hatte die Leute ja aufgefordert, auch das Texturenpack, OZ-Pack zu benutzen. Da waren natürlich die Fenstertexturen hier die normalen noch anders, aber das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, denke ich mal. Jetzt gehen wir mal rein, hier geht's von vorne rein in die Schenke vom Shadow. Bei den anderen Schenken werde ich dann nicht sagen, wer die gebaut hat, sondern immer nur die Nummer, für die ihr dann noch stimmen könnt. In der PN, per Fernwahl sozusagen, die ich euch geschrieben habe, oder direkt auf dem Server. Ne? Das habe ich wahrscheinlich jetzt am Anfang erklärt. Okay, hier ist der Stammtisch. Stammtische sind immer wichtig. Hier sind noch zwei Nicht-Stammtische und eine kleine, ein kleiner Ausschank. Hier geht's raus, alles klar. Wo geht's hier lang? Hier geht's raus, alles klar. Und hier geht's runter. Also hat nicht so viele Etagen, diese Schenke. Aber hier geht's wahrscheinlich zu den Toiletten. Genau. WC-Herren. Oh, guck mal. Auch sehr schick, auch sehr schick. WC-Herren, wie? Einfach nur so, einfach nur so ein Eisengitter-Shadow. Na gut. Sehr spartanisch. Hier die typischen WCs für Flachsitzer. Also für ganz Flachsitzer, auch für Zwerge geeignet, diese Art von WCs. Jetzt gehen wir da auf Damen-WC, dürfen wir eigentlich nicht. Aber wir gehen trotzdem mal rein. Wir machen ja Baubesichtigung hier, ne? Damen-WC natürlich nur mit den Flachsitzer-Toiletten, auch ein Waschbecken hier. Ne? Mikrofon, Wasserhahn, Mikrofon, Wasserhahn. Gleich wieder Unordnung geschaffen. Ja, also wie schon gesagt, außer hier überall schön Bilder aufgehängt, außer Konkurrenz. Konnte man da eigentlich irgendwo auch nach oben in die zweite Etage Shadow? Müsste man doch irgendwo hochkommen. Ich möchte gern in die zweite Etage. Wartet mal, vielleicht von... Ah, warte mal, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß wo. Man kann ja hier vorne rein. Es wird ganz schön kompliziert werden, glaube ich, hier die Schenken vorzustellen. Und es wird ein recht langes Video. Naja. Hier kommt man nämlich in den... Biergarten. In den Biergarten, da hängt auch nochmal das Wappenschild. Hier ein paar Sitzplätze für draußen. Hier geht nämlich die Treppe hoch und da kommt man in die zweite Etage, wo wahrscheinlich dann die Gästezimmer sind. Richtig. Gästezimmer, Partyraum, da gehen wir auch nochmal hoch, auf jeden Fall. Hier auch nochmal ein Gästezimmer, wahrscheinlich. Ist das auch ein Gästezimmer, ja, ne? Ja, steht nichts dran, wird wohl auch ein Gästezimmer sein. Oder ist es das Zimmer des Kneipenbesitzers? Das kann natürlich auch sein. Es gibt nur zwei Gästezimmer. Gästezimmer, wir können mal reingucken. Ja, sehr schön, auch hier mit dieser ganz groben Holzoptik, sehr schön eingerichtet. Hat schon so sehr Kneipenstil. Und jetzt gehen wir nochmal hoch zum Partyraum auf dem Dache. Ah ja, hier kann man richtig abfeiern. Hier auch eine Theke. Hier geht's auch nochmal hoch. Geht's nicht? Nein. Aber hier haben wir nochmal einen Raum. Ah, ein kleiner Balkon. Sehr schön. Kann man sich nochmal umgucken. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch nochmal einen Rundflug um die Schenke. Hatten wir ja bei den anderen auch so gemacht. Ein sehr spezielles Dach vom Shadow. Gefällt mir gut. Und hier nochmal die Schenke in ihrer vollen Pracht, hier mit diesem Überhang, auch sehr interessant. Und hier mit der Schneereling, ne? Kennt ihr ja, wenn da Schnee drauf liegt im Winter, dass der Schnee nicht runterrutschen kann. Ja, okay, das ist also jetzt außer Konkurrenz die Schenke vom Shadow Skulls. Wir fliegen mal einfach runter. Hups, gut, dass ich mir die Flügel angesteckt habe. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur ersten offiziellen Schenke. Der Nummer 1, wo ich nicht sagen werde, wer die gebaut hat. Zum Hauptmenü. So, meine lieben tapferen Freunde, das ist die Schenke Nummer 1. Wenn hier irgendwelche Schilder sein sollten, wo der Name des Schenkenbauers draufstehen sollte, dann werde ich die ausblenden, diese Schilder. Ich werde versuchen, jede Schenke
die gleiche oder jeder Schenke auf unserer Kneipentour hier die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen. Und ja, ich hoffe, ich mache das möglichst neutral. Ich werde es versuchen. Werde zwar sagen, wenn mir etwas gut gefällt und so. Aber jetzt geht's ums Eingemachte. Hier Schenke Nummer 1, das dürfte jetzt oben rechts eingeblendet sein. Da dürfte jetzt eine 1 stehen. Die wird auch da bleiben, damit ihr wisst, welche Schenke wozu gehört. Und wir schauen uns das mal an. Erstmal fällt natürlich auf, dass hier ordentlich viel Wald gewachsen ist. Ist die gleiche Map, allerdings etwas verändert. Man geht hier also den Weg entlang und ist die ganze Zeit im Wald. Da sind die Räuber. Hurra, hurra, die Räuber. Schenke Neueröffnung, ein Glas Freibier. Freibier, ein Glas Freibier gibt es. Das ist ein Markt. Okay, es gibt natürlich auch möglich, das Dorf noch auszubauen. Da ist die Putzfrau, die putzt gerade die Fenster. Und hier haben wir einen kleinen Vorbau vor der Schenke, so einen kleinen Biergarten. Sehr schön. Wir gehen natürlich erstmal einmal rechts rum um die Schenke. Ein schönes Dach mit hier diesem schönen Muster oben drauf. Also diesen kleinen, ja, wie soll man sie nennen, Stegen da oben drauf. Sehr blumig das Ganze. Klapperstraußstraße 2. Und da kann ich gleich sagen, dafür gibt es noch was. Da muss ich mal ein Kreuz hintermachen jetzt. Hinter denjenigen, der das gehabt hat. Moment. Die Nummer 1 hat den Klapperstrauß, glaube ich, erraten. Es war nämlich noch eine Geheimaufgabe versteckt. Da gucken wir auch gleich nochmal. Und derjenige hat den Klapperstrauß erraten. Also ist ihm ein Keks schon mal sicher. So, hier sind sehr viele kleine Kinder anwesend anscheinend im Dorf. Hier oben könnt ihr euch nochmal die Schenke angucken. Wir wollen natürlich jetzt unsere volle Aufmerksamkeit der Schenke widmen. Hier mit so einem Balken nochmal. Sehr schön detailliert gemacht das Ganze. Hier die Schilder auch mit dem typischen Fackelhalter. Mit einem Amboss, ne? Hier geht's runter. Okay. Ich glaube aber, hier ist der Haupteingang erstmal zum Schankraum. Schenke zum wilden Pfingströschen. Okay. Jetzt gucken wir hier mal. Ja, hier hängen ziemlich viele Schilder. Hier ist auch eine kleine Karte von der Schenke aufgehängt. Da sind wir gerade. Und hier ist ordentlich was los in dieser Schenke auf jeden Fall. Wir gucken uns mal ein bisschen innen um. Hier mit schönen Stühlen. Zu den Zimmern. Wo geht's hier hin? Wahrscheinlich zu der... Ach, hier, in der Küche. Kleine Küche. Kleine Küche in der Küche. Ich habe eine Fliege an meinem Kopf. Die macht mich wahnsinnig. Okay, zu den Zimmern. Hier geht's hoch zu den Zimmern. Und hier ist ordentlich Akustik auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall sehr viele Kinder unterwegs, möchte ich mal sprechen. So, beiseite, sei Seite. Ich will mir das Zimmer hier angucken. Hier auch schön mit Schränken das Ganze gestaltet. Und diese Fliege macht mich irre. Kennt ihr das, wenn so eine Fliege da ist und dann die ganze Zeit auf einen rumklettert? Hier ist auch nochmal eine Kiste drin. Die Kiste natürlich alle leer. Klar. Und hier sehr schöne Details auch verarbeitet. Ich versuche das alles einzufangen. Wie schon gesagt, es wird mir nicht immer gelingen. Aber hier auch mit Stühlen. Das Ganze schön gestuhlt. Ja, hier komme ich gar nicht rein. Weil hier so viele... ja, hier ist gerade irgendeine Eröffnungsparty wahrscheinlich. Stand ja auch da. Hier sind auch nochmal kleine Zimmer. Ist alles sehr... Alle Zimmer ausgebaut. Du Fliege, dich mache ich gleich kaputt. Kaputt. So, Freunde, jetzt gehen wir mal hier. Wir gucken mal überall kurz rein. Auch nochmal hier und hier nochmal so einen kleinen Nebenraum. Mit so einem kleinen Geheimraum. Alter Schwede, total gut ausgebaut alles auf jeden Fall. So, hier haben wir auch noch ein Zimmer. Auch mit großem Schrank. Es sind alles sehr kleine Zimmer. Wahrscheinlich nur für eine Nacht. Also nichts, um hier länger zu wohnen. Was macht ihr beide denn da? Alter Schwede. Und unglaublich viele Dorfbewohner. Das erklärt auch, warum diese Map so lange gebraucht hat zu laden. Ja, ist gut. Ich mache mal hier wieder zu, ja. Wir haben ja, glaube ich, unten noch nicht alles gesehen. Unten haben wir noch nicht... guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist ja nicht normal. War ich hier schon drinne? Ich glaube, ja. Junge, Junge, Junge. Also die Gästezimmer sind gut besucht und auch hier unten alles sehr gut besucht. Wir gehen aber nochmal da hinten runter, wollte ich nochmal, ne? Hier, der Biergarten, der gefällt mir auch sehr gut. Er ist vor allen Dingen so schön ruhig, ne? Das ist also die Schenke Nummer 1, die ihr bewerten könnt, wenn sie euch gefällt.
könnt ihr diese Schenke auswählen. Hier ist der Bier- und Weinkeller. Gehen wir mal rein. Hoffentlich kommen wir auch wieder raus, sonst kloppen wir die Tür ein. Hier stehen die Bierfässer drin. Sehr dunkel hier, aber auch ein bisschen ausgeleuchtet, damit hier keine Monster spawnen. Sehr nett. Der Bier- und Weinkeller. Ach, hier ist ein Knopf. Ja, sehr schön. Hier geht's noch weiter runter. Ach, hier ist der Lagerraum. Hier ist der Lagerraum. Sehr schön. Holz ist hier gelagert, also auch manche Kisten auch belegt. Das finde ich auch sehr cool, gerade wenn man das im Kreativmodus baut und das dann trotzdem belegt. Hier tropft's runter, oder? Nee, hatte ich nur, sah nur so aus. War wahrscheinlich ein paar Rauchpartikel. Ja, eine sehr, sehr schöne Schenke. Genau wie alle anderen auch. Ich hoffe, ich habe alles gezeigt. Wir fliegen jetzt noch einmal rum. Fliegen noch einmal rum. Ich zeige die nochmal vom Weiten. So, schaut mal. Sehr schön gelegen. Und guck mal, wie viel Wald hier angepflanzt wurde von demjenigen, der das gebaut hat. Alter Schwede. Allein das hat wahrscheinlich Tage gedauert. Nein. Das Dorf nochmal von Weiten. Hier mit der Schenke. Das also die Schenke Nummer 1. Und wenn die euch gefallen hat, könnt ihr ja diese Schenke auswählen und zu eurer Favoritenschenke machen und ihr einen Punkt geben sozusagen. Das heißt, in eure Wahlbenachrichtigung dann schreiben, dass dies eure Lieblingsschenke ist, wenn sie euch am besten gefallen hat. Aber guckt euch mal erstmal noch die anderen Schenken an. Da kommt ihr. So, und da sind wir auch bei der Schenke Nummer 2, die ihr wählen könnt. Wer die gebaut hat, sage ich natürlich wieder nicht. Das hattet ihr euch ja gewünscht, dass ich das nicht erwähne, wer die Schenke gebaut hat. Und wir schauen uns jetzt mal an, was hier entstanden ist. Ein Zombie, auf jeden Fall. Ein sehr kirchenähnliches Gebäude, ist aber eine Schenke, weil die Aufgabe war ja, eine Schenke zu bauen. Natürlich, klar. Zum Weinross. Wir gehen erstmal wieder einmal außen rum. Also hier mit einem großen Turm die Schenke und einem roten Rand. Und wir gucken mal von außen. Sehr schön mit einem Strohdach gedeckt, wenn ich da richtig schaue. Ja, mit einem Strohdach gedeckt. Eine sehr bäuerliche Kneipe und das gefällt mir ziemlich gut hier. Hier mit diesem Muster. Sehr schön. Und hier oben auch mit den beiden Pferden, könnte man sich denken, ne? Die beiden freien Pferde, die nach außen schauen. Hier mit dunklen Fenstern, haben sehr viele diese dunkle Fenstertextur verwendet. Ist natürlich auch für mich immer ganz interessant, welche da sehr gerne genommen wird, welche Textur. Wir gucken mal rein in die Schalhenke und ist sehr aufgeräumt auf jeden Fall hier drinne. Da geht es zum Aussichtsturm, da werden wir natürlich auch noch hochgehen. Und hier der Schankraum mit den Tischen außenrum und einen großen Tresen, hinter dem wir gerne mal gucken wollen. Oh ja, hier gibt es allerlei Sachen. Wasser natürlich, klar. Und in den Öfen, ja, die Öfen sind gerade durchgebrannt, da ist also nichts drinne. Hier geht's noch hoch. Ach so, ja. Hier geht's noch zum Aussichtsturm hoch. So eine Treppe. Okay, alles klar. Lalala. Das ist immer sehr schwer zu besteigen, so eine Treppe. Das ist also die Schenke Nummer 2. Oben rechts in der Ecke solltet ihr es auch eingeblendet sehen, dass das die Schenke Nummer 2 ist. Und wenn die euch am besten gefallen hat, dann könnt ihr ja schreiben, mir hat Schenke Nummer 2 am besten gefallen. Also diejenigen Personen, die ich am Anfang des Videos genannt habe. Hier ist der Aussichtsturm. Man hat auch eine sehr schöne Aussicht hier zu allen Seiten. Sehr schön. Können wir von hier aus gleich unseren Rundflug starten. Ich will aber erst nochmal gucken, ob ich unten noch was vergessen habe. Ich glaube aber eher nicht. Jetzt fängt es an zu regnen. Das ist aber schlecht. Jetzt fängt es an zu regnen. Aber wir machen trotzdem noch schnell unseren Rundflug. Im Regen. Einmal um die Schenke rum. Sehr schön, auch von der Optik her. Sehr sehr innovativ hier mit der Kante im Dach drinne. Das finde ich auch sehr schön. Also auch eine wunderschöne Schenke. Die Nummer 2 und hier mit diesen Mustern im Turm auch sehr schick. Das war Schenke Nummer 2 und wir gehen gleich weiter zu Schenke Nummer 3. Ich freue mich drauf. Also wenn die euch am besten gefallen hat, dann einfach schreiben. Das kommt am Schluss dann. So, und da sind wir auch bei der Schenke Nummer 3 in der Liste. Es sind insgesamt 12 Schenken, die zur Wahl stehen. Und das ist die Schenke Nummer 3. Hier war ein Schild, das musste ich entfernen, weil da der Name drauf stand. Aber nicht so schlimm.
Wenn im Video nochmal irgendwelche Namen auftauchen, versuche ich die auch alle auszublenden. Wenn es mir nicht gelingt, verzeiht mir bitte. Hier wurde der gelbe Weg gegen einen Kiesweg ausgetauscht, sehr schön. Und wir gehen mal zur Schenke. Und wir gehen natürlich erst einmal rum. Da ist sie sehr im Stil des Ortes gebaut, mit roten Fahnen dran. Und ja, ups, jetzt bin ich hier ins Blumenbeet getreten. Hier unten schön mit Holzfenstern. Ja, eine schöne dörfliche Schenke. Wir gehen erst einmal rum. Dorfschenke zum Toten Fluss. Und hier geht's auch nochmal nach oben. Das müssen wir uns merken, damit wir dann auch nach oben finden. Ein schönes, breites Gebäude. Und ja, das war hier der Bauplatz, hier was hier eingerahmt ist. Und wir gehen einmal rum, wie gehabt. Und dann gehen wir mal rein. Der Eingang ist bei dieser Schenke hinten zum Dorf hin. Damit die Trunkenbolde es da nicht so weit haben, ne? Ist klar. Du bist kein Trunkenbold, du bist noch viel zu klein für einen Trunkenbold. Gehen wir mal rein. Hier ist auch ordentlich was los. Ein paar Tische. Ein paar Blumen hier angepflanzt. Ja, ist sehr rustikal. Hier auch schon ein wenig unaufgeräumt. Das Ganze hier wächst so ein bisschen Moos runter an den Balken. Hier mit Barhockern. Hinter den Tresen kann man auch gehen. Hier gibt es eine Kiste. Sind da unter noch Trichter? Nee. Ein Ofen. Und ja, wir gehen mal hoch. Das ist also hier die Schenke Nummer 3. Oben rechts in der Ecke sollte es auch eingeblendet sein. Ja, schauen wir mal, was hier oben ist. Ja, werte Damen, ich muss euch mal beiseite schieben, damit ich hier reinkomme. Dankeschön. Hier sind die Gästezimmer. Ah, nee, hier ist auch noch so ein kleiner Schankraum. Hier ist die Küche. Oder eine Küche. Wahrscheinlich gibt es mehrere. Hier, lass mich mal rein. Hier sind die Gästezimmer. Danke, lass mich mal raus. Hier ist auch noch ein Zimmer. Ein weiteres Gästezimmer. Hier geht's nicht nach oben. Auf dem Boden. Kann man da hoch? Ja, hier ist sozusagen der Heuboden. Ich bin da mal kurz hochgeflogen, weil ich da so nicht hochgekommen bin. Der Heuboden. Sehr schön. Ups, wieder runterspringen, damit hier die Dorfbewohner nicht hochkraxeln, ne? Hier auch noch ein paar Bänke von der Schenke. Da oben war der Heuboden. Das also hier die Schenke Nummer 3. Wir machen natürlich auch nochmal unseren Rundflug um das schöne Gebäude herum. Wenn das also eure Lieblingsschenke ist, dann könnt ihr diese erwählen als eure Lieblingsschenke. Wir gucken auch nochmal oben aufs Dach. Johe. Einmal einen kleinen Rundflug. Ich versuche natürlich möglichst neutral zu bleiben bei allen Schenken. Das also die Schenke Nummer 3. Ich lande mal oben auf dem Dachfürsten. Und wir gucken uns gleich die Schenke Nummer 4 an. Wir haben noch viel vor uns. So, jetzt kommen wir schon auf unserer Kneipentour zur vierten Schenke. Die ist da hinten und die werden wir uns gleich mal angucken. Weg ist so geblieben. Und wir gehen mal drauf zu und werden uns mal dieses wunderschöne Gebäude angucken, das von einem der Wahlkandidaten eingesendet wurde und was ihr natürlich auch auswählen könnt als eure Lieblingsschenke. Von außen, wir gehen erstmal einmal drumherum, alles mit Akazienholz verbaut, hier ein bisschen Fichte drin eingeflossen, auch ein Biergarten vor der Schenke. Wir gehen mal einmal rum, hier schön mit Seelaternen, eine Seemannsschenke höchstwahrscheinlich und der Eingang, den müssen wir erst noch suchen, wahrscheinlich hier. Ich gehe mal einmal rum, wie schon gesagt, hier mit roten Fenstern gearbeitet, da oben mit normalen Fenstern. Ja, der Eingang ist hier hinten. Und wir gehen mal hier hinten rein. Ein Biergarten, wo man schön draußen sitzen kann. Das Ganze wurde übrigens noch in der Version 1.8 gebaut. Deshalb kann man hier auch keine normalen Wege anlegen. Und hier haben die Leute ihre einzelnen Zimmer. Hier ein Zimmer für Tomcat und Delfino auf einem Zimmer. Hier ist der Dune, hat hier sein eigenes Zimmer. Schön mit Ausblick. Ups. Und hier der Zordan. Und hier die Shokei und ich. Okay. Wir haben hier unser Zimmer. Und natürlich auch mit der schönen Bank davor. Weiter hoch kann man, glaube ich, nicht. Also, das war jetzt die Schenke Nummer 4. Wir machen natürlich auch hier bei der Schenke Nummer 4, haha, reimt sich, was sich reimt ist gut, einen Rundflug um das Gebäude. Die Schenke Nummer 4. Es haben übrigens nicht alle Wahlkandidaten Schenken eingereicht, aber diese wurde eingereicht. Und wenn die euch am besten gefällt, dann könnt ihr diese Schenke ja zu eurer Lieblingsschenke machen und auswählen.
dann später bei der Wahl. Nicht wahr, Kumpel Homer? Also, wir gehen gleich weiter zur Schenke Nummer 5. Und da sind wir bei der fünften Schenke auf unserer Schenkentour. Nein, getrunken haben wir noch gar nicht so viel. Auf unserer Kneipentour. Die Schenke Nummer 5 sollte jetzt auch da oben rechts in der Ecke die ganze Zeit eingeblendet sein. Die auch von einem Wahlkandidaten eingesendet wurde. Einen der Wahlkandidaten. Ich muss das natürlich alles immer schön neutral präsentieren, was mir immer sehr, sehr schwer fällt. Und das ist ein schönes Gebäude hier mit schön mit Blumen, schön mit Blumenkästen oben. Schaut euch einfach mal an. Wir gehen mal einmal rum. Also sehr blumig das Ganze. Mit vielen Balkonen, Balkons und auch einem kleinen Biergarten hier, ne? Ich weiß nicht, ist hier der Zugang dann auch? Können wir uns gleich mal merken? Ja, da geht's rein. Wir gehen aber erst wie immer einmal rum um die Schenke. Hier im Dorf ist einiges los. Ist einiges los im Dorfe, ne? Hier unten wurde mit weißen oder grauen Fenstern gearbeitet. Ja, schönes, verwinkeltes Gebäude. Alles hier mit den Steinsäulen auch gemacht und hier oben mit den Blumenkästen auch sehr schön. Joa. Und wir werden gleich mal sehen, wie das die Schenke von innen aussieht. Gehen natürlich auch auf unserer Kneipentour in diese Schenke rein. Und es ging ja hier rein, das hatten wir schon rausgefunden. Da gucken wir gleich mal. Und sie heißt einfach nur die Schenke. Auch sehr schön. Hier mit einer kleinen Bar. Da gibt es Saft, Wasser, Bier. Mit den entsprechenden Literzahlen daneben. Hier gibt es Tränke, damit man sich hinterher gleich heilen kann. Hier der Schankraum, auch mit Bildern ausgehängt. Hier geht's runter in den Keller, da gehen wir immer erstmal in den Keller. Hier oben ist eine geheime Truhe, okay. Aha, okay. Hier anscheinend ein Fall, das sollen wahrscheinlich Bierfässer sein. Und hier sind die ganzen Lagerkisten. Kann man von hier dann direkt nach oben gehen? Ja. Hier geht's zu den Zimmern. Also haben alle Gästezimmer hier oben. Zimmer 01. Schön mit magentafarbenem Teppich. Ist doch Magenta, ne? Und einem Schrank. Und hier Zimmer Nummer 2. Gehen wir natürlich auch rein. Auch schön eingerichtet. Alles auch so ein bisschen anders. Also nicht jedes Zimmer gleich. Muss man Glück haben, dass man das schönste Zimmer rauswählt. Aber ich finde die alle schön. Mit blauem Teppich, mit Gardine davor. Auch hier ein Schrank natürlich. Und es geht sogar noch weiter hoch. Dann machen wir das doch. Was haben wir denn hier? Hier sind auch noch Zimmer. Hier ist Zimmer Nummer 4. Zimmer Nummer 4. Oh, da liegt ein Totenkopf an der Ecke. Okay. Für die etwas, für den etwas anderen Gast wahrscheinlich. Oder es war mal ein Gast. Man weiß es nicht genau. Zimmer Nummer 5. Das Creeper-Zimmer anscheinend hier mit dem Feind, den Creeper hier, auf dem Tisch. Auch sehr schick mit Bildern. Das Ganze. Ja, und da sind wir, waren wir ja schon unterm Dach, johe, glaube ich, ne? Ging es da noch irgendwo weiter? Nein, das, wir sind komplett durch. Okay, gehen wir hier runter, auch wieder mit Gardinen vor dem Fenster. Sehr, sehr schön. Ja, das war's, glaube ich. Hier waren im Keller, waren wir schon. Ist immer ganz gut, wenn man die Türen offen lässt. Und wenn die sich nicht selbst verschließen, hier ein schöner Biergarten dran. Und auch hier machen wir natürlich wieder einen kleinen Rundflug um die Schenke. Sehr schön hier in den Ort eingefügt. Man muss solche Gebäude ja immer von innen und von außen bewerten, im Endeffekt. Und es ist natürlich auch immer ein großes Ding der Geschmack. Es ist immer eine Geschmackssache, was einem gefällt, welcher Stil einem gefällt. Aber ein sehr schönes Gebäude, wie alle Schenken, die bei mir eingesendet wurden. Okay, das war also hier die Schenke Nummer, muss ich kurz gucken, Schenke Nummer 5 und wir gehen gleich weiter zu Schenke Nummer 6. Wir kommen langsam voran. Da sind wir bei der 6. Schenke in der Liste auf unserer Kneipentour. Oben rechts sollte jetzt auch die 6 eingeblendet sein und wir schauen uns das Ganze mal an. Gehen natürlich wie immer hier vom Spawn zum kleinen Ort hin, in dem die Schenke steht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir die Schenken alle vorher nicht angeguckt. Hab immer nur die Maps gleich gemacht, dass ich mich immer hinten an den Spawn gestellt habe. Und wir gehen wie immer rechts um die Schenke rum. Auch ein schön verwinkeltes Gebäude, auch mit Blumenkästen hier oben. Hier unten ist ein bisschen Gras vor den Fenstern gewachsen. Also ein bisschen Natürlichkeit auch angedeutet.
Auch Dorfbewohner sind hier schon gespawnt anscheinend. Und hier ist das Lagerhaus der Schenke. Und schaut mal, hier gibt es einen Durchgang zwischen den beiden Gebäuden. Das ist auch sehr, sehr cool. Hier geht so ein kleiner Wasserlauf lang. Also auch viel mit Wasser gearbeitet worden bei der Schenke Nummer 6 hier in unserer Liste. Auch sehr, sehr schick. Auch hier mit kleinen Blumenkästen gearbeitet. Also sehr abwechslungsreich. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Hier steht nichts drüber, aber wir gehen hier einfach mal rein. Und hier ist schon ein kleiner Schankraum. Auch alles schön ausgestaltet mit, mit Grünzeugs. Hier gehen wir mal hoch. Hier so ein paar Sitzecken. Alles sehr verwinkelt. Hier kann man draußen sitzen. Also hier kann man noch drin sitzen. Also sehr luftig. Also bei schönem Wetter kann ich mir das sehr richtig gut vorstellen. Bei schlechtem Wetter kann man dann hier drin sitzen. Hier geht's auch wieder runter. Ist ja witzig. Kommt man, ist das jetzt derselbe Schankraum? Sind wir hier? Nee, da kommt man in den anderen Schankraum, ne? Ja, genau. Jetzt kommen wir hier raus. Ich glaube, hier sind wir reingegangen. Genau. Dann kann man einmal rumgehen. Und hier kann man sogar noch unter durchgehen. Total cool. Also sozusagen ein doppeltes Gebäude. Und wir hatten ja noch, wartet mal, hier waren wir jetzt ganz durch, ne? Glaube ich, im Keller ging es hier nirgends runter, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wir gucken mal. Hier sind Kühlschränke anscheinend. Man muss sich das erstmal alles angucken in Ruhe und dann gucken, was das alles darstellen soll. Aber sehr cool, sehr fantasievoll gemacht auf jeden Fall. Schön verwinkelt hier mit dem kleinen Balkon. Hier waren wir jetzt schon mal durchgegangen. Gehen wir nochmal durch, weil es so schön war. Und dann gehen wir jetzt hier raus. Hier also der zweite Schankraum. Eine Doppelschenke. Sehr schick. Und irgendwo ging es ja hier auch nochmal runter. Hier ist das Lagerhaus der Schenke. Guten Tag. Hier also so ein kleines Lager nochmal. Und hier kommt man, ach, hier kommt man in den unteren Schankraum. Alles klar. Ja, ja, okay, sehr schick. Ich mach mal hier wieder zu, ne, sonst zieht es. Hier der Lagerraum. Auch eine sehr, sehr innovative Idee hier mit dem Doppeldach. Die doppelte Schenke sozusagen. Hier schön ins Dorf eingefügt. Sehr schön. Ich fliege auch nochmal ein bisschen hoch, damit ihr das Ganze von oben nochmal sehen könnt. Ja, das war jetzt die Schenke Nummer 6. Wir haben also Halbzeit sozusagen von den wertbaren Schenken. Und wir gehen gleich rüber zur Schenke Nummer 7. Ja, und da sind wir jetzt bei der Schenke Nummer 7. Oben rechts in der Ecke sollte es eingeblendet sein. Schenke Nummer 7. Und hier hat derjenige oder diejenige, man weiß es ja nicht genau, hat hier das Ganze in eine Wüstenlandschaft verwandelt. Ihr seht bis hier hinten zum Horizont alles Wüste und Fernweh ist ja auch in einer Wüste und deshalb hat er einen Wüstenschenker nach emeraldischen Stile gebaut. Und schaut euch das mal an. Das ist auch ein Doppelgebäude. Hier mit Fensterläden, die das Ganze vor der Sonne schützen. Kupfergasse 1 ist sogar eine Gasse. Aber das wahrscheinlich wird von der Schenke zum strahlenden Schwein. Die Schenke zum strahlenden Schwein und hier wohnt der Wirt. Okay, das werden wir uns auch noch angucken. Das gehört ja irgendwo dazu. Kupfergasse 2. Hier steht auch nichts. Kein Name. Muss ich mal ein bisschen drauf achten. Wir gehen erstmal wieder einmal um das Gebäude rum. Es wird gerade dunkel. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo pennen. Wahrscheinlich dann in der Schenke. Und schaut mal. Hier ist der Weg weg. Das könnte daran liegen, dass das in der 1.9 gebaut wurde. Aber, dass hier andere Sachen verbaut wurden. Das kann sein, dass die jetzt einfach entfernt wurden, dass hier so ein abgesenkter Weg war. Das ist gut möglich. Also es liegt bestimmt nicht am Erbauer oder Erbauerin. Wir gehen mal einfach hier zu dem rein. Vielleicht ist hier irgendwo ein Bett. Hier unten sind eher Schreibstuben. Wenn, dann ist das Bett wahrscheinlich oben. Oben. Bett. Hier wohnt also der Wirt von der Schenke. Zum strahlenden Schwein. Hehe. Hier hat der Wirt sein Zimmer. Okay. Ich möchte übrigens alle bitten, die jetzt hier das sehen, die Schenken gebaut haben, da nicht zuzuschreiben, weil sonst wäre das Ganze wieder entkräftigt, dass die Schenken anonym sind. Ne? Also wenn hier irgendwas falsch verstanden wurde, könnt ihr mir das gerne als PN schicken oder so. Ach, hier ging's runter. Naja. Also hier wohnt der Wirt. Hat hier einen schönen kleinen
Palast sich hingestellt, damit er nicht in der Schenke selbst wohnt. Ist ja auch ganz nett. Aber wir wollen natürlich die Schenke vorstellen, deshalb gehen wir jetzt da mal rein. Erstmal gehen wir einmal rum, das haben wir eben schon gemacht. Und jetzt gehen wir mal rein in die Schenke. Alles hier mit Sandstein gebaut, natürlich typisch Wüstenbaustil. Hier gibt's auch alle möglichen Zimmer für Gäste, das ist schön, wahrscheinlich auch in der oberen Etage. Da guckt das Schwein durch die Tür, will geschlachtet werden wahrscheinlich. Hier auch sehr schön mit der Verzierung. Hier ein paar Regale eingebaut. Hier geht's in den Keller runter. Ja, und hier ist ein kleiner Partykeller. Ach, Billard. Ein Billardtisch ist hier unten, auch sehr cool. Das hier, kann man hier irgendwo rein? Ist wahrscheinlich nur für die kleinen Gäste, die hier unter durchpassen. Sehr schön. und hier sind auch so ein paar Tische und ein Billardtisch. Das passt natürlich auch sehr gut zu einer Schenke. Hatten wir jetzt auch noch nicht bei den anderen Schenken. Jetzt wollen wir mal gucken, wo es zu den Gästezimmern geht. Wahrscheinlich muss man da von außen irgendwo hoch. Da müssen wir mal... Ach, wir waren ja hinten schon hochgegangen, glaube ich, ne? Zu den Gästezimmern, genau. Hier geht's hoch zu den Gästezimmern. Vorsicht, lass mich mal durch. Ja, guten Tag. Hier geht es wahrscheinlich zu den Gästezimmern. Hier haben wir auch noch ein Großbettzimmer für einen Char und seine beiden, ihr wisst schon, Frauen. Hier sind die ganzen Gästezimmer. Genau, hier die Nummer 1. Hier ist nochmal ein kleiner Aufenthaltsraum. Hier geht's noch raus auf den Balkon. Hier kann man auch noch weiter nach oben. Sehr schön verwinkelt gebaut, das Ganze auf jeden Fall. Ach, hier ist nochmal hier kann man sich nochmal hinsetzen. So früh morgens und sein Frühstück zu sich nehmen. Ist auch sehr cool. Hier auch mit Blumen das Ganze gestaltet. Und mit roten Sandstein. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe alles gezeigt. Ist ja immer so ein bisschen problematisch, dass man vielleicht den einen oder anderen Raum, der dann vielleicht noch ganz speziell ist, vergisst. Ich hoffe, das passiert mir nicht. Und wenn ja, dann bitte ich da um Verzeihung. Ja, das ist die Schenke Nummer 7. Auch ein sehr, sehr schickes Gebäude. Vor allen Dingen im Wüstenstil errichtet das Ganze. Sehr verwinkelt. Außen mit den Palmen auch. Auch sehr schick. Mit den dünnen Ästen. Da ganz oben waren wir noch nicht, ne? Hier hätten wir nämlich hier hinten rumgehen müssen. Hier kann man runter. Moment, da muss ich mal gucken. Ach, hier hätten wir durchgehen können. Okay, hier sind wir nämlich nicht durchgegangen. Hier kann man nämlich noch auf so eine Art Balkon drauf. Und noch zu einem Aussichtsturm. Ah, hier ist auch noch ein Gästezimmer. Ah, mit einer Glocke, das ist ja cool. Auch sehr schön. Dann können wir von hier oben direkt mal losfliegen. Und ihr seht schon, hier ist überall Wüstenlandschaften entstanden. Da hat der Erbauer oder die Erbauerin sich wahrscheinlich daran gehalten, dass ja Fernweh ein Wüstenort ist. Auch mit einem sehr schönen Kuppeldach oben drauf. Aber wie schon gesagt, ich versuche das Ganze natürlich mal möglichst wertungsfrei zu machen. Hier also eine Wüstenschenke im Wüstenstil mit kleinem Nebengebäude. Das war jetzt die Nummer 7. Und wir gehen gleich weiter hinten noch mit kleinen Schweinegehege. Wir gehen jetzt weiter zur Schenke Nummer 8. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon mal. Schenke Nummer 8 in der Liste. Und da kommt der Lava-Wasserfall runter. Wir sind also auf der richtigen Map. Aber hier ist einiges passiert. Hier sind Blumen gewachsen und Gras. Wächst das Ganze jetzt zu einer Art Schenke. Also hier mit hohen Dschungelbäumen, die ja gepflanzt wurden. Höchstwahrscheinlich in dieser schönen Landschaft hier. Hier sitzt eine Katze. Und wir gehen erstmal wieder einmal ums Gebäude rum. Kennt ihr ja nicht anders. Und schauen uns die Schenke mal von außen an. Mit blauen Fenstern. Hier ist höchstwahrscheinlich der Eingang. Schenke zur inneren Ruhe. Auch sehr schön. Auch sehr schöner Name. Ist auf jeden Fall ein sehr hohes Gebäude. Hier ist wahrscheinlich wieder dasselbe passiert. Hier waren so abgesenkte Erdblöcke. Die sind natürlich jetzt verschwunden, weil das wahrscheinlich in der Version 1.9 gebaut wurde oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat es ja mit den Maps so ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Dafür entschuldige mich auch nochmal ganz herzlich. Hier ist ein kleiner Biergarten mit einem wunderschönen Baum, der hier gewachsen ist oder gebaut wurde. Und du bist hier die Nino heißt die Katze, sehr schön. Hat sogar einen Namen. Nino, die Katze Nino. Und hier geht's zur Schenke, zur inneren Ruhe. Wir gehen mal rein.
ziemlich viele Katzen hier drin. Alim, Alim. Katze Alim. Hier ist ein kleiner Braustand. Natürlich auch sehr passend bei einer Schenke. Hier kann man hinter den Tresen, also nur für Mitarbeiter höchstwahrscheinlich. Hier geht's raus in den Biergarten. Das ist sehr praktisch, weil hier ja die der Tresen ist und sozusagen der ja, der Tresen. Die Theke. Theke, Tresen. Da ist die Theke. Ich war schon lange nicht mehr in der Schenke, fällt mir gerade auf. Der Tresen und hier draußen in der Biergarten hat man kurze Wege fürs Personal. Also sehr personalfreundlich. Hier waren wir jetzt schon dreimal drinne. Ich gucke nochmal hier. Hier geht es nämlich auch noch weiter. Hier geht's runter in den Keller. Gehen wir auch gleich hin. Hier eine Jukebox und noch viele Sitzplätze. Also hier können ziemlich viele Leute drin sitzen und essen und trinken. Dann haben wir hier den Weinkeller. Hier müsste mal gefegt werden und die Spinnenweben entfernt werden. Genau wie in meinem Keller übrigens. Sehr passend. Hier auch nochmal ein kleiner Lagerraum. Und da ist eine weiße Tür, da geht's zum WC. WC im Keller ist ganz typisch für Kneipen, finde ich. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Wollten wir ja, ne? Wo ging's jetzt nach oben? Hier ging's nach draußen. So langsam komme ich durcheinander bei den ganzen Schenkereien hier. Ging's außen nach oben oder innen nach oben? Wir müssen ja nach oben kommen. Wir gehen mal einmal rum. Man muss sich erstmal orientieren. Nein, ich glaube, außen ging es nicht nach oben. Ich gehe mal hier rüber. Gehe mal wieder rein. Ah, hier, ja. Hier geht's nach oben. Ist ganz offensichtlich eigentlich, ne? Hier auch nach oben zu den Gästezimmern. Kurzer Weg von der Theke. Und hier ist so ein kleiner. Ach, sehr schön. Hier mit dem Bild auch von der Schenke nochmal und von dem Ort. Hier kann man sich hinsetzen, ein paar Bücher lesen. Und hier sind die Gästezimmer. Und die haben auch Namen. Zimmer Mondschein hier zum Beispiel. Wahrscheinlich scheint hier abends immer der Mond rein. Könnte ich mir vorstellen. Zimmer Sonnenaufgang. Auf der Südseite höchstwahrscheinlich. Auch mit einem Gästebett natürlich, klar. Das sind also die Gästezimmer. Die haben hier Namen gekriegt, nicht nur Nummern. Zimmer Pusteblume. Da steht, ist auch keine Pusteblume, ist eine Margarite, aber ist egal. Hier, das wird wahrscheinlich mal eine Pusteblume. Ja, auch ein sehr schönes Zimmer hier mit diesem kleinen Erker. Ne, kann man sich so reinstellen. Man kann sich hier so reinstellen. Auch schön Teppich, der hier verlegt ist. Zimmer Pusteblume. Da. Hier geht's noch hoch auf den Dachboden. Oh ja. Oh ja. Der Dachboden. Mit Kisten, wo so das alte Gerümpel untergebracht ist, was man nicht mehr gebrauchen kann, was man aber auch nicht wegschmeißen will. Ja, sehr schön. Gästezimmer. Ich bin immer bestrebt, kein Zimmer zu vergessen, natürlich, ganz klar. Ich hoffe, ich habe aber alle jetzt gezeigt. Geht's hier? Nee, da war nur die Ecke, wo man sich so reinstellen kann. So, dann war hier ja auch noch Gästezimmer, Mondschein, da. Sonnenaufgang, ja, sehr schön. Aber da geht's doch noch weiter. Gut, da waren wir eben oben. Ah, Zimmer Wolkenlos ist hier. Borg Hexenwacht abgebildet. Und hier haben wir das Zimmer. Habe ich nicht drauf geguckt? Haha. Zimmer Blumenwiese. Sehr schöne Zimmernamen. Oh, hat jemand die Spinnenweben weggemacht? Das ist ja auch wichtig. Die müssen ja auch weg. So, ich hoffe, ich habe alles gezeigt. Ich hoffe, ich habe alles gezeigt. Und du bist eine richtig schicke Katze. Almi. Alim. Ja, das war die Schenke Nummer, muss ich kurz gucken, 8. Sollte auch oben eingeblendet sein in der Ecke, die Nummer 8. Und auch hier werden wir natürlich einen schönen Rundflug machen um die Schenke. Mal sehen, dass ich es ganz drauf kriege. So, jetzt fliegen wir einmal drumrum. Sehr schönes Gebäude. Auch hier mit den Tropenbäumen gefällt mir sehr gut. Auch vor allen Dingen diese Eiche, die ja im Biergarten gewachsen ist. Sehr, sehr schick. Waren wir da oben drinne? Ja, das ist eins der Gästezimmer. Ach, cool. Siehst du, manchmal fällt einem das gar nicht so auf. Einmal drumherum fliegen um das Ganze. Landen wir mal auf dem Dache. So, zack. Und ja, dann können wir gleich im Grunde nahtlos weitergehen zur Schenke Nummer 9. Und da sind wir auch schon bei der Schenke Nummer 9 angelangt. Und auch hier
wurde die Gegend zu einer Wüstengegend umgestaltet und hier wird immer etwas eingeblendet. Ich droppe irgendwas. Okay, alles klar. Ich versuche das mal auszublenden. Wartet mal. So. Ich versteck das mal. Ja, meine Farben für Fernweh hat er hier noch gemacht. Das haben wir dieses Jahr gar nicht gemacht, ne? Er oder sie natürlich wieder, klar. Und hier gibt's auch eine Wüstenschenke mit Palmen. Und wir gehen mal hier lang und gehen wieder einmal ums Gebäude rum. Also die zweite Wüstenschenke. Ein tempelartiges Gebäude. Da geht's zum Weinkeller. Und hier ist ein kleiner Brunnen. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Hier geht's auch nochmal hoch. Also sehr verwinkeltes Gebäude. Hier ist ordentlich was los auf dem Marktplatz. Und ja, könnt ihr euch eure Meinung bilden? Da oben ist irgendwer. Wahrscheinlich eine Katze oder so, dessen Namensschild ich jetzt gerade sehe. Werden wir gleich mal feststellen, was das ist. Hier geht's anscheinend rein. Da geht's auch zum Weinkeller. Und ihr seht ja auch hier, die ganze Gegend umgestaltet. Riesenaufwand. Dann gehen wir doch mal hier rein. Wird jetzt auch gerade dunkel. Na gut. Dann ist das halt so. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Das ist der Weinkeller. Frisches Wasser. Fernweh. Pilz. Pilsener. Ah, sehr schön. Das ist der Weinkeller hier mit zwei Weinfässern. Sehr cool. Wenn man hier draufklickt, kommt da was raus? Nein, kommt nicht. Ja, sehr, sehr schön, der Weinkeller hier geworden. Bücherregale. Da oben sind irgendwelche Köpfe. Ach so, ja, ja. Das sieht so aus, als wenn hier so Sachen abgestellt wurden, ne? Hier ist auch noch ein Tonaufzeichnungsgerät, damit genau aufgezeichnet werden wird, was wir hier sagen. In das Buch werde ich natürlich jetzt nicht reingucken, ganz klar. Aber ich werde mir mal schnell ein Bett organisieren. Wo ist das? Ich glaube, hier ganz da ist es. Nein, kein Rüstungsständer. Ein Bett reicht. So, gehen wir mal schlafen. Einfach hier vor der Tür. War schon geschlossen, ne? So, alles klar. Jetzt gehen wir hier einmal rumski. Rum gibt es wahrscheinlich hier auch. Und dann werden wir mal sehen, dass wir... Ach, da geht's zum Weinkeller. Ja, ist richtig. Alles richtig. Jetzt gehen wir mal hoch. Und, oh ja, hier hat noch jemand das geheime Wort erraten. Ich zeige euch beim letzten Gebäude dann wahrscheinlich auch nochmal, was das geheime Wort war. Jetzt muss ich mal gucken. Geheimes Wort erraten. Es gibt einen Extra-Keks für denjenigen. Ah, die hat ja den Gastwirt Heinrich. Guten Tag, Heinrich. Und hier wurde ganz viel mit, das sind im Grunde Köpfe in verschiedenen Formen gearbeitet. Auch sehr cool. Hier überall hingestellt. In Hamburger, naja. Aber das ist so ein kleiner Trick, den man sich bemächtigen kann. Habe ich noch nie ausprobiert. Werde ich aber vielleicht mal machen, eventuell. Und die dann zur Verfügung stellen in der im Kontor, in dem 3M-Land-Kontor. Aber jetzt zurück hier zu der Schenke. Hier sind die Schlafgemächer mit Doppelbett. Und hier eine kleine Truhe. Hier mit der Rüstung und auch ein Schlafgemach. Und irgendwie hört sich das so an, als wenn es hier die ganze Zeit brennt. Schlafzimmer, dösender Hund. Auch nicht schlecht. Und der döst hier auch wirklich in der Ecke. Sehr cool. Sehr aufwendig gestaltet das Ganze mit sehr viel Liebe zum Detail. Hier auch mit den Fackelhaltern. Sehr, sehr cool. Hier oben also die Gästezimmer. Hier unten der Schankraum. Hier kann man auch noch rausgehen. Da waren wir, glaube ich, schon. Hier wird es sehr schwer, alles wirklich einzufangen und überall hinzugehen. Hier kann man von beiden Seiten hochgehen. Oben in der zweiten Etage waren wir schon. Ich fliege jetzt schon mal einmal rum. Vielleicht fällt mir noch was auf. Und zeige das Gebäude mal hier von der Ferne. Hier, das ist übrigens auch noch so ein kleiner Trick. Das sind mehrere Rüstungsständer und die bilden dann so eine Spitze. Auch sehr cool. Sehr, sehr schön. Das Gebäude. Das Gebäude Nummer 9 ist das jetzt hier, auch nochmal aus der weiten Ansicht. Und wenn man jetzt mal darauf achtet, er hat sogar das ganze Dorf hinten zu einem Wüstendorf umgestaltet mit rotem Lehm. Also hat das ganze Dorf umgebaut, er oder sie, ne, ganz klar, hat das ganze Dorf umgebaut zu einem Wüstendorf.
sehr aufwendig, auf jeden Fall. Ja, das war die Schenke Nummer 9. Und wenn das unser euer Favorit ist, könnt ihr euch ja die schon mal vormerken. Und wir gehen gleich dann zur Schenke Nummer 10. Und bis dahin sind es nur wenige Sekunden für euch und ich brauche das nicht jedes Mal zu erwähnen. Also, das war die Schenke Nummer 9. Gleich geht's weiter. So, und da sind wir auch schon bei der Schenke Nummer 10. Oben rechts sollte es eingeblendet sein, die 10. Schenke. Und das ist ein Gebäude mit einem gigantischen Dach auf jeden Fall. Ein sehr hohes Gebäude, ein sehr schönes Gebäude. Und wir werden es uns jetzt mal angucken. Wir gehen wie immer erstmal einmal drumherum. Und ja, dann schauen wir mal, was hier gebaut wurde. Auf jeden Fall sind hier wunderschöne Balkone angefügt hier oben. Ihr seht das ja. Und ein Weg hier mit ein wenig Gras, wo ein wenig Gras gewachsen ist. Sehr, sehr schick. Wir gehen mal einmal drumherum um die Schenke. Gar nicht so einfach. Es ist nämlich ziemlich groß, das Gebäude. Und guck mal hier. Was ist das denn? Aha. Hä? Wie ist das denn eingefügt worden? Das weiß ich jetzt nicht. Ist das vielleicht aus dem einen... Da habe ich jetzt keine Ahnung, wie das eingefügt wurde. Das kann mir derjenige oder diejenige mal als PN schreiben, wie er hier diese Schilde reingekriegt hat. Und wo die her sind und was überhaupt. Und wissen Sie das zufällig? Nein, ich weiß es nicht, wie das gemacht wurde. Weil diese Texturen sind in meinem Texturenpark überhaupt nicht vorhanden, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Sehr cool auf jeden Fall. Okay, wir gucken mal. Ja, die sind auch ratlos. Von außen, hier mit diesem riesen Dachüberhang, auch sehr, sehr speziell und sehr cool. Und das gefällt mir hier richtig gut hier, diese Kästen, diese Fensterkästen, sehr viel mit den, Falltüren heißen die Dinger ja gearbeitet. Sehr schick, sehr mittelalterlich das Ganze, auch mit den Schilden da vorne schon. Und auch hier mit dem Weg mit diesen kleinen Löchern drinne. Das ist sehr passend. Ja. Er hat sich als Creeper verkleidet. Oder war vielleicht sogar ein Creeper, der mich jetzt nicht erkannt hat. Wir gehen mal rein. Nichtsdestotrotz. Wir gehen mal rein. Auch hier wurde mit merkwürdigen Texturen gearbeitet. Ah, das sind Baumsetzlinge, glaube ich. Das kann sein. Sehr, sehr cool. Wir gucken hier mal. Das könnte aus einem Mod oder sowas sein. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich diese Textur nicht. Also wie schon gesagt, der oder diejenige bitte mal schreiben, wie du das gemacht hast. Ist auf jeden Fall interessant. Hier ist der Schankraum. Ganz unaufhängig davon. Hier ist der Schankraum mit schönen lila Fenstern. Hier kann man nach oben gehen. Hier die Hundsgrabfahne. Überraschung, ja. Dankeschön. Eine schöne Überraschung, würde ich mal sagen. Alter Schwede. Hier ein paar Rüstungen aufgestellt. Ein wunderschönes Bett. Mit einem Himmelbett sozusagen. Ich muss ja mal meine Tastatur mal ein bisschen anders hinrücken. Ein Himmelbett. Hier auch noch ein Zimmerlein. Ja, die Betten sehr schön gestaltet, auf jeden Fall. Man sieht, das sind alles Schenken, aber was man da noch für Gestaltungsmöglichkeiten hat, ist doch Wahnsinn. Auch hier jedes Zimmer nochmal mit einzelnem Flair gestaltet. Hat sich jemand sehr viel Gedanken gemacht. Hier ist für sehr flache Menschen, die hier drin schlafen können. Man kann das aber auch nach oben klappen. Dann können auch dicke Menschen darin schlafen, so wie ich. Aber naja. Ja, sehr, sehr schick. Das Ganze hier, schön viele Gästezimmer, wollte ich sagen. Überall Bilder aufgehängt. Und der Schankraum. Und da unten ist gerade Versammlung. Bürgerversammlung wahrscheinlich. Ja, gibt's noch einen Keller, den ich jetzt übersehen hätte. Hier geht's auch noch in so eine Art Vorgang. Nee, das war der Haupteingang. Wir gehen noch einmal rum, damit ich auch nicht den Kellereingang oder sowas übersehen habe. Aber ich glaube, wir waren überall. Auf dem Dachboden waren wir nicht. Da müssen wir mal gucken, ob da irgendwas eingerichtet ist oder ob man da gar nicht hoch kann. Ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich da hoch könnte. Ja, machen wir mal den Rundflug.
Es ist doch ein riesen Dachboden, da muss doch was sein. Da muss doch was sein. Ein riesiger, gigantischer Dachboden. Ich flieg mal hier rum. Man möge es mir verzeihen, dass ich jetzt mal den hier mache. Ich will mal auf den Dachboden. Hups. Hups. Hier. Ach, hier geht's runter. Okay. Und hier ist wahrscheinlich der Schlafsaal für das gemeine Volk. Wird denn hier hochgekonnt? Ah, hier ist noch eine Leiter. Warum habe ich die nicht gesehen? Bin ich denn blind? Also man hätte ja hier auch auf den Dachboden gehen können. Ich Ochsenbrösel. Und hier kann das Gesinde, die mit ganz wenig Geld, können hier oben schlafen. Das war mir doch klar, wenn da so ein großes Dach ist, dass man da auch hoch kann. Also Entschuldigung für die kleine Zerstörung. Und ja, das ist die Schenke. Und jetzt machen wir nochmal den kleinen Rundflug. Hier schön mit einem großen Portal. Und nochmal den Rundflug um die Schenke herum. Damit ihr dieses gigantische Dach euch nochmal angucken könnt. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Gebäude. Die Schenke Nummer 10 ist das jetzt hier. Und ist sehr lobenswert. Ich habe noch keine Namensschilder irgendwo gefunden. Total cool. Ja, die Schenke Nummer 10. Hier müssen wir ein bisschen höher fliegen, wenn wir aufs Dach drauf wollen. Nämlich genau bis hier. Und dann geht's gleich weiter mit der vorletzten Schenke, der Schenke Nummer 11. Da habt ihr das fast geschafft. So, Schenke Nummer 11. Ich habe ein Schwert in der Hand, ich möchte aber gerne gar nichts in der Hand haben, damit das bei allen noch gleich ist. So, Schenke Nummer 11, die ich euch jetzt vorstelle. Die vorletzte Schenke, der klassische Weg hierhin. Und schaut mal, ein Zaun wurde um die Schenke gebaut. Was soll ich denn damit? Hier liegen Pfeile auf dem Weg herum. Hier wurde wahrscheinlich schon geschossen. Die Schenke Nummer 11. Und ein sehr schöner Zaun drumherum gezogen. Hier den Ort eingezäunt. Ist der komplett eingezäunt, der Ort? Sieht ganz so aus, ne? Sehen wir gleich auf dem Gesamtbild. Die Schenke Nummer... Durstiger Knecht heißt die Schenke. Ein sehr, sehr hübscher Name. Ich mag hier immer so schöne Namensideen. Hier, da sieht man auch gleich, dass es eine Schenke ist. An den Pullen auf dem Schild. Wir gehen erstmal einmal drumherum. Der ganze Bauplatz hier schön ausgenutzt worden. Auch mit einem großen Überhang da, beziehungsweise einem Balkon. Mit Fensterläden versehen das Ganze. Hier mit Kürbislaternen beleuchtet, damit hier keine Monster in die Schenke kommen, sondern nur Gäste. Und hier auch ein bisschen mit defekten Steinen gearbeitet, also mit so rissigen Steinen. Hier auch wieder ein schöner Rüstungsständer. Und schaut mal, hier steht so ein kleines Fass und das sieht ja cool aus. Hier ist die Theke. Hier natürlich Teppich verlegt, wenn die Leute mit dreckigen Schuhen hier reinkommen. Tische und Bänke aufgestellt für den durstigen Wanderer. Hier geht's runter in den Keller, da gehen wir auch gleich nochmal runter. Ich mach das schon mal auf. Hier Braustände. Hier dieses Fass finde ich sehr cool. Dadurch, dass hier Schilder dran sind, wirkt das wirklich so ein bisschen fassförmig rund. Hier sind noch ein paar Lagerkisten. Hier ist auch noch ein Zugang zu dem hinteren Bereich für den Wirt, der hier sehr großzügig gestaltet ist. Und das hier, das ist so in den Keller runtergeht, das hat man auch bei ganz vielen alten Kneipen. Hier ist ein Braukessel, wo er wahrscheinlich noch Bier brauen kann. Hier Starkbier 10%, Med 15% und Rum 50%, der gute. Hier sind noch so Klappen unter. Ah, für die Beleuchtung, alles klar. Wir gehen mal wieder hoch. Ja, hier also der Schankraum und hier geht's auch direkt hoch. Hier ist der Stammtisch. Hier geht's direkt hoch in die zweite Etage und ein sehr aufwendig gestalteter Gruppenraum. Hier mit einem großen Tisch und ein paar kleinen Tischen. Ein paar zierenden Rüstungsständern. Hier geht's raus zum Balkon, wo man auch einen sehr schönen Ausblick hat auf die Landschaft, die ja hier echt schön ist. Ist ja mitten so in den Bergen gelegen, dieser kleine Ort. Kann man noch einmal rumgehen. Also man kann einmal komplett auf dem Außenbalkon rumgehen und kann sich da die Beine vertreten und sich dabei den kleinen Ort angucken, der ganz eingezäunt ist tatsächlich. Ein sehr sicherer Ort auf jeden Fall. Die Vorform einer Stadtmauer. Hier geht's noch rein. Hier waren wir, ne? Das ist der Haupt... Ah genau, hier sind wir raus, da sind wir rein. Alles klar. Hier geht's auch noch auf den Dachboden. Hier sind die Privaträume des Schankwirtes, der jeden Abend dann hier hochklettern muss. Hier hat er auch nochmal so eine schöne Terrasse und sehr große Privaträume. Es wurde sehr viel an den Wirt gedacht hier tatsächlich. Hier hat er ein paar Schränke.
Da sind Fäden in den Schränken, okay. Hm. Überall Schränke. Und Bücherregale natürlich auch. Mit den ganzen, seinen ganzen Kneipenzeitungen, ne? und sehr viele Balkone hat der Wirt auf jeden Fall, damit er in alle Richtungen gucken kann, ob neue Kundschaft kommt. Das also hier oben, weiter nach oben geht's glaube ich nicht. Dann können wir wieder runtergehen. Auf jeden Fall auch sehr schön gestaltet hier alles. Hier sind auch noch ein paar Gästezimmer. War ich da jetzt schon drin? Es sind einfach zu viele Schenken. Ich kann mir das nicht mehr merken, ob ich jetzt schon in allen Gästezimmern drin war. Gemeinschaftstoilette. Oh ja. Oh ja. Eine Hochtoilette. Oh ja, mit automatischer Spülung sogar und Toilettendeckelöffner. Wer hat das schon heutzutage noch? Hier eine Absicherung, damit hier keiner runterfällt. Also auch bürgernah gebaut, das Ganze. Hier geht's raus. Genau, unten waren wir, oben waren wir. Jetzt brauchen wir nur noch einmal drumherum fliegen um das ganze Gebäude. Dann haben wir die Schenke Nummer 11 vorgestellt. Auch ein sehr, sehr schönes Gebäude. Und wenn das eure Favoritenschenke ist, dann könnt ihr die ja erwählen zu eurem zu eurer Nummer 1 Schenke auf unserer Kneipentour. Sehr, sehr schick mit einem weißen Dach aus Birkiholz. Und ja, wir fliegen mal wieder drauf aufs Dach und beenden da unsere Kneipentour noch nicht ganz, denn eine Schenke fehlt noch. Die Schenke Nummer 12 und die kommt jetzt gleich. Ja, und da sind wir bei der letzten, last but not least, bei der letzten Schenke sozusagen. Hier auf unserer Kneipentour, die jetzt schon ziemlich lange dauert, glaube ich. Und ja, wir schauen uns die Kneipe mal an. Die letzte, wie schon gesagt, und ich bin sehr gespannt. Dann haben wir sie alle durch und dann könnt ihr, dann können die Leute, die wahlberechtigt sind, wählen. Und es ist eine Wasserschenke, ein schöner Abschluss, würde ich mal sagen. Die ist nämlich hier auf Pfählen gebaut, eine Pfahlschenke. Hier hat man auch die Gärten noch ein bisschen eingekleidet, auch sehr schick. Und wir gehen einmal drumherum, hier mit einem Vorhang aus Lianen, ein Lianenvorhang. Hier geht's hoch. Schenke zum Blauen Kreuz. Schenke zum Blauen Kreuz. Hat man ja auch auf der Fahne gesehen. Wir gehen... Oh, Entschuldigung, bin durch deinen Kopf gelaufen. Und durch deinen auch. Das tut mir sehr leid. Hier auch sehr schöne Muster verbaut. Guck mal. Mit diesen Spitzdächern auch sehr, sehr schön. Hier auch mit Blumenbänken. Ja, ja. Die Leute haben sich alle sehr viel Mühe gegeben. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die hier teilgenommen haben. Und das ermöglicht haben, dass wir hier so tolle Gebäude vorstellen können. Da ist noch etwas, das zeigen wir gleich mal dann beim Rundflug, würde ich sagen. Hier gibt's auch einen Biergarten. Und hier drängen sie sich schon in der Schenke. Lass mich mal rein, ich will was trinken. okay. Ach, hier ist die Zimmervermietung. Und hier ist der Schankraum mit steinernen Bänken. Und hier gibt's leckere Sachen. Ja, wir gehen mal nach oben. Erste Etage, Dachterrasse und Zimmer. Okay, dann gehen wir mal hoch. Hier ist das Zimmer 11. Es sind also sehr viele Zimmer, wenn das schon das 11. ist. Hier ach, mit so Lichtern, ne, damit man nach unten gucken kann, damit das Sonnenlicht ein bisschen in den Schankraum fallen kann. Hier ist das Zimmer 12. Okay, auch ein sehr schön eingerichtetes Gästezimmer. Hier geht's zur Dachterrasse raus. Ja, es geht hier bis unter das Dach, ne? Schimmer, es gibt Zimmer 11 und Zimmer 12. Es gibt zwei Zimmer. Aber es sieht natürlich nach mehr aus, ne? Ein guter Trick, um mehr Zimmer vorzutäuschen. Und es geht hier auch nicht höher, habe ich so den Eindruck. Vielleicht liegt da auch falsch, ich weiß es nicht genau. Nein, wir waren da überall, also zwei Gästezimmer. Ich will noch mal gucken, ob es irgendwo noch einen Keller gibt. Hier ist auf jeden Fall die der Tresen. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Außer Tresen nichts gewesen sozusagen. Ja, das war's von drin. Hier kann man auch durch, wenn man das will. Ach so, ist zugewuchert natürlich das Ganze. Jetzt fliegen wir nochmal hoch und ich zeige die ganze Schenke nochmal von außen. Fliegen einmal drumherum. Da auf der Schmiede ist ein riesen Amboss drauf mit einem glühenden Schwert. Auch sehr, sehr cool. Wir fliegen einmal drumherum. Ist ein ziemlich flaches Gebäude. Aber ein sehr, sehr schickes und detailliert gebautes Gebäude. Hier der Ort wurde auch noch ein bisschen umgestaltet. Also nochmal vielen, vielen Dank an alle, da das Blaue Kreuz, für eure Mühe, die ihr euch gegeben habt.
Und jetzt zeige ich euch nochmal, wo der die Spezialaufgabe verborgen war. Die war nämlich hier. Hier drunter. Ich hätte hier tatsächlich ein bisschen höheres Gras hingepflanzt. So, und hier drunter ist ein Stein und da ist eine Kiste und da ist ein Buch. Und in dem Buch, da steht Folgendes. Ihr könnt euch das mal durchlesen. Schreibt das Wort Klapperstrauß auf ein Schild und stellt es dieses in den Eingang der Schenke, bla bla bla. Das haben ganze zwei Leute gemacht, die Bauaufgabe Nummer 1 und die Bauaufgabe Nummer 9. Diejenigen wissen jetzt, dass sie angesprochen sind, bitte nicht in die Kommentare schreiben. Die Bauaufgaben sollen anonym bleiben. Also, das war's. Das waren jetzt alle Schenken, die wir vorstellen mussten. Für diese Spezialaufgabe gibt's nochmal einen Extra-Keks. Das machen wir dann aber hinterher bei der kompletten Wahlauswertung. Und jetzt geht's wieder zurück zur Wahl. Das war die Vorstellung der Schenken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schneide das jetzt alles zusammen. Es wird ein Riesenaufwand. Okay, aber, liebe Leute, vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Bauaufgaben, für die ganzen tollen Schenken, die ihr hier eingesendet habt. Es war eine tolle Kneipentour. Und ich hoffe, den Zuschauern, also euch, also dir, hat's auch gefallen. Und du konntest dir ein Bild machen und weißt jetzt, welche Schenke dir am besten gefallen hat. Also, weiter geht's mit der Wahl. So, meine lieben tapferen Freunde, das waren die 12 Schenken, die mir zugesandt wurden aus der Bauaufgabe. Und jetzt geht es ans Eingemachte, nämlich zur Wahl. Die Leute, die wählen, sind Matrix, Zordern, Delfino, der Powerplayer, Dune, die Shokay, der Tomcat, der Nico B., der UFO-Mann und ich. Und die drei, vom Rat der drei, die aus der Community gewählt wurden, die drei Leute, die für euch stimmen, die dürfen jetzt wählen. Und ich zeige euch gleich nochmal alle Kandidaten. Genau, fangen wir an mit den Kandidaten. Ne, fangen wir an mit den Leuten, die wählen dürfen, würde ich sagen. Da fangen wir mal hier ganz hinten an, beim Rat der drei. Wer gehört zum Rat der drei? Das ist hier einmal der Mesmesheim, gewählt von euch. Die Oma Luise, gewählt von euch, und auch der Shadow Skulls als Bürgervertreter, gewählt von euch. Das ist der Rat der drei. Die können abstimmen, dann ich darf auch abstimmen, ja. Der Zordern darf abstimmen. Na, die haben ja alle schon so Kästen gekriegt, da ist ein Buch drin, da gehe ich gleich später drauf ein. Der Powerplayer darf abstimmen, der Tomcat darf abstimmen. Der Bürgermeister Fernweh darf nicht abstimmen, der wird erst noch bestimmt. Dann der Nico B. darf abstimmen. Der UFO-Mann darf abstimmen. Dann die Shokay darf abstimmen. Der Dune Danish und der Matrix-Schlange. Und der Delfino. Das sind die Wahlberechtigten. Alle Wahlberechtigten haben hier so eine Kiste gekriegt. In der Kiste ist ein Buch drin. Ja, ich nehme mal meins. Komm, ich nehme mal meins. Dieses Buch könnt ihr rausnehmen. Dann könnt ihr das anklicken mit rechts. Und da stimmt Abstimmung, da steht Abstimmung Bauaufgabe. Ich stimme für die Schenke Numero. Hier könnt ihr jetzt eure Nummer eingeben, ne? Ich gebe jetzt einfach mal ein X ein. Oder pass auf, für Schenke Numero 13, die gab es ja gar nicht. Schenke Nummer 13, dann geht ihr auf die nächste Seite. Und da steht jetzt Abstimmung Bürgermeister. Ich gebe meine 3 Punkte und dann kommen hier die 3 Namen der Bürgermeister hin. Jeder hat für die Bürgermeisterwahl 3 Punkte zur Verfügung, also 3 Kekse sozusagen zu vergeben. Na, bei der Bauaufgabe gibt es da mehr Kekse, da gibt es dann, der die meisten Punkte hat, das heißt, der von den meisten gewählt wurde, kriegt 3 Kekse, der am zweitmeisten gewählt hat, kriegt 2 Kekse und wer am wenigsten von den Leuten gewählt wird, kriegt 1 Keks. Das habe ich jetzt mal so beschlossen, so machen wir das. Dann ist die Bauaufgabe nicht zu übermächtig, ne? Sondern es ist dann immer noch am allerwichtigsten, hier, das hier, ne? Wer euch gewählt hat. Abstimmung Bürgermeister. So, und jetzt zeige ich euch die Bürgermeisterkandidaten. Das Buch nehme ich mal mit. Die kennt ihr ja mit Sicherheit, ihr habt ja bestimmt die Videos geguckt in letzter Zeit oder auch nicht. Dann zeige ich es euch jetzt nochmal. Oh, ein riesen fetter Huster, den schneide ich natürlich hinterher voll raus. Das sind unsere Kandidaten. Da gehen wir jetzt auf jeden Einzelnen nochmal ein, damit es auch alles noch ein bisschen länger dauert. Nein, damit es auch gerecht ist. Der Martin Papst hatte sich als einer der ersten beworben. Das ist übrigens auch zeitgemäß hier, wie sich die Leute beworben haben. Und der hat folgende Aufgaben gemacht. Ich habe das hier auch nochmal aufgelistet, da könnt ihr euch das nochmal angucken. Dieser Lehmstein steht für das Sandburg
Blöcke schätzen Rätsel. Na? Dann hier der Schrittwerkspiel, da mussten sie eine Entfernung schätzen. Dann das Wahlplakat, wer das eingesendet hat, der hat dieses Symbol für das Wahlplakat, beziehungsweise da eine Fackel drüber. Aufgabe Diplomatenkeks, jeder, der hier die Rose hat, der hat einen Diplomatenkeks vergeben, also eine Fackel über der Rose. Und jeder, der eine Fackel über dem Baustein hat, hier über dem Lehmziegelstein, der hat bei der Bauaufgabe mitgemacht. Jetzt werden wir mal hier die Kisten lesen, die könnt ihr euch dann auch nochmal angucken, wenn ihr herkommt. Wenn nicht, guckt ihr euch jetzt in dem Video an. Also, der Martin Papst, hatte ich gesagt, ne? Martin Papst, genau. Der hat bei dem Sandbock-Rätsel mitgemacht. Roter Sand war es übrigens und kein Lehm. Der hat, Schild war das Schrittwerkspiel. Hat bei dem Schrittwerkspiel mitgemacht. Hat er allerdings nicht gewonnen, hat er keine Kekse für gekriegt. Ne? Wenn ein Spiel gewonnen wurde, sind da immer Kekse drunter. Er hat ein Wahlplakat eingesendet. Dafür, jeder, der ein Wahlplakat eingesendet hat, hat einen Keks gekriegt. Das erkläre ich jetzt nicht jedes Mal, nur hier beim ersten Mal. Dann hat er einen Diplomatenkeks verteilt. Das war, da konnten die Kandidaten einen Punkt, sozusagen einen Keks, an die anderen Kandidaten vergeben. Genau, Diplomatenkeks. Leider hat er nicht bei der Bauaufgabe mitgemacht, der Martin, ne? Guck hier nochmal ganz kurz in meine Liste. Ja, hat nicht bei der Bauaufgabe gemacht. Der Geres Jan, unser Kandidat Nummer 2, hat auch das Sandbox-Spiel mitgemacht. Das Schrittwerkspiel, hat kein Wahlplakat abgegeben, hat beim Diplomatenkeks mitgemacht und hat keine Bauaufgabe abgegeben. Der Geres Jan, vielleicht eher euer Favorit. Dann hier jemand, der ziemlich viel mitgemacht hat. Das ist nämlich das Skyline HD. Der hat alles mitgemacht. Das Sandbox-Spiel. Da mussten Sandblöcke auf einer Borg geschätzt werden, wie viele das ungefähr sind. Das andere Schätzspiel, das Schrittwegspiel, hat ein Wahlplakat gemacht, hat einen Diplomatenkeks abgegeben und hat auch bei dem Bauwettbewerb mitgemacht. Also sehr aktiv auf jeden Fall. Der Jagdpanzer hat auch alle Spiele mitgemacht, seht ihr ja hier. Und hat sogar beim Wahlplakat einen Keks gekriegt. Wartet mal. Wahlplakat, einen Keks. Alles ist gut. Fürs Wahlplakat gibt es nämlich immer einen Keks. Und hier hat er bei dem Diplomatenspiel zwar mitgemacht, aber von den anderen keine Kekse gekriegt, ne? Also hier sind dann immer die Kekse drin, die von anderen gegeben wurden. Ihr seht, das leuchtet kurz hell auf. Ich glaube, der Mauszeiger wird nicht angezeigt. Das ist immer ein bisschen blöd. Dann der Revan Dars hat zwei Spiele mitgemacht. Das mit der Sandbox und das mit dem Schrittwerkspiel, die beiden Chatspiele. Dann Enrico alias Serlo. Der hat alles mitgemacht und hat auch einen Diplomatenkeks gekriegt von jemandem. Hat hier, na sag schon, oh Gott, Schrittwerkspiel, das war das Wahlplakat. Und auch bei der Schenk hat er mitgemacht. Der liebe Yu hat auch alle Spiele mitgemacht, hat einen Diplomatenkeks gekriegt. Hat genau ein Wahlplakat gemacht, hat auch bei der Schenkenbauaufgabe mitgemacht. Also einer von den 12 Leuten, die da mitgemacht haben, beziehungsweise das eingesendet haben rechtzeitig, der Tobias Mausigel Dissel. Ich muss nebenbei mal einen Schluck trinken. Der hat alles mitgemacht, total cool. Hat auch für die Wahlaufgabe seinen Keks gekriegt, für die Diplomatenaufgabe, da hat er von wem anders einen Keks gekriegt. Und bei dem Wahlplakat gibt es ja automatisch einen Keks, brauche ich nicht jedes Mal erwähnen. Dann haben wir hier den Zocksuchti. Zocksuchti hat bei dem Schätzspiel mitgemacht, bei der Sandbox. Hat hier mitgemacht bei dem Schrittwerkspiel und bei dem Diplomatenkeks. Die anderen Dinger leider nicht. Hat noch keinen Keks dafür gekriegt. Dann haben wir jetzt hier den. Oh, ups, jetzt habe ich hier Blöcke weggeworfen. Auch nicht schlecht. Der Cedric Elsius hat alle Spiele mitgemacht. Hat auch schon ordentlich Kekse insgesamt. Noch ein Huster, muss ich auch rausschneiden. Ja, es ist schon spät und ich habe die ganze Zeit hier irgendwie, naja. Hat insgesamt 6 Kekse. Jetzt schon. Na, der liebe gute Cedric hat 2 Kekse von anderen gekriegt und hat auch das Chat-Spiel gewonnen. Deshalb hat er da auch 2 Kekse gekriegt. Der Moritz von Sachsösch hat alle Spiele mitgemacht und hat dann auch die entsprechenden Kekse dafür gekriegt. Müssen ein bisschen schneller machen, ne? Der Blitzschlachter hat bis auf das Wahlplakat und das Bauaufgabenspiel nichts mitgemacht, alles mitgemacht, Entschuldigung. Hat allerdings noch keinen Keks dafür bekommen, vielleicht jetzt bei der Wahl. Mal sehen. Dann haben wir den JJ Spielt.
der hat auch alle Spiele mitgemacht, total fleißig. Und hat auch schon ordentlich Kekse, insgesamt 2, 3, 4, 5 Kekse für den JJ spielt. Und hat sogar das Chat-Spiel gewonnen hier, ne? Das kann man da nochmal besonders erwähnen. Der Nahemo 42 hat auch alle Spiele mitgemacht, Bauaufgabe. Hat er natürlich auch einen Keks für gekriegt. Ich habe allen, die bei der Bauaufgabe mitgemacht haben, Keks gegeben, ne? Ja, alles klar. Bauaufgabe gab es auch einen Keks. Und Wahlplakat natürlich auch. Jetzt waren wir bei der Nummer 16. Jetzt wird es langsam dunkel. Ach du Schande. Onkel Willi hat bis auf die Bauaufgabe alles mitgemacht. Und hat auch 2 Kekse dafür bekommen. Dann die Anni hat hier auch alles mitgemacht. Hat einen Keks natürlich für das Wahlplakat gekriegt, für die Bauaufgabe. Und 4 Kekse von anderen Teilnehmern. Ich gehe mal hier schlafen. Oh, ein Zombie. Das ist jetzt aber schlecht. Noch schlechter wäre ein Creeper, der uns eventuell in die Luft sprengt hier von den Kisten. Das würde ich gar nicht so schätzen. Die Anni, ne, hatten wir jetzt gerade. Wo waren wir hier? Bei der Anni. Also, ihr seht schon, ne, ordentlich teilgenommen an allen. Dann der Marvin W. hat an 3 Spielen teilgenommen. Am Schrittwegspiel. An dem Wahlplakat hat er eingesendet. Und an der Bauaufgabe, das war ja das aufwendigste Spiel, da hat er auch dran teilgenommen. Total cool. Die Beteiligung dieses Jahr ist sowieso bei der 4. Wahl dieses Mal wirklich enorm. Der Redaktion Levonix hat eigentlich nur bei dem Chatspiel teilgenommen. Ja, schade eigentlich. Der Robin T. Aber ihr könnt natürlich trotzdem für ihn stimmen, ne? Das ist bleibt euch natürlich überlassen. Dann der Robin T. hat hat hier beim dem Sandbox-Spiel, beim Schrittwerkspiel, beim Diplomatenkeks und bei der Bauaufgabe teilgenommen, also auch recht fleißig. Hat auch einen Keks dafür gekriegt. Aber das Wahlplakat, das wäre ein sicherer Keks gewesen, lieber Robin. Naja. Und der David Zepf hat gar nicht an irgendwas teilgenommen. Kann aber trotzdem gewählt werden, ne? Die Nummer 21. Aber die Nummern sind nicht so entscheidend. Denn wenn ihr jetzt sagt, ihr habt ja dieses Buch, ihr geht also zum Dreielmland-Palast, holt euch euer Wahlbuch, was hinter eurem Platz oder bei den Rat der 3 dann halt hinten an der Wand ist, könnt ihr hier einmal die Nummer eingehen, das hatten wir ja schon für die Bauaufgabe, ne? Steht der Abstimmung Bauaufgabe und hier steht, könnt ihr jetzt die Namen angeben. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ihr sagt, wir nehmen jetzt mal andere Namen, damit das keine Beeinflussung gibt. Ich sage jetzt mal, ich will jetzt meine 3 Punkte alle Tim geben, ne? Dann schreibe ich einfach Tim. So hätte Tim 3 Punkte gekriegt von mir. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich will aber einen Punkt, will ich aber Else geben. Else. Ich nehme jetzt einfach irgendwelche Namen hier von unseren Bürgern. Einen gebe ich Else. Und dann sage ich, ach naja, komm, ich gebe noch einen Tim. Weil der mir so gut gefallen hat. Ne? Das wäre jetzt 2 Punkte für Tim, 1 Punkt für Else. Aber 3 Punkte vergeben. Alles ist gut. Oder ich sage, ich gebe Tim einen Punkt, Else einen Punkt und ich gebe, keine Ahnung hier, Ingolinde einen Punkt. Das wäre also 1 Punkt für Tim, 1 Punkt für Else, 1 Punkt für Ingolinde. Das streiche ich jetzt natürlich wieder weg, weil ich werde natürlich andere Leute wählen, weil die ja gar nicht zur Wahl freigegeben sind. Da schreibt er dann ganz einfach die Punkte, die Namen rein, hier von den Leuten oder die Nummern würde auch gehen. Die Nummern könnt ihr auch schreiben, wenn ihr die Namen nicht schreiben wollt, könnt ihr auch die Nummern schreiben. Dann müsst ihr euch hier aus dem Video halt rausschreiben, welche Nummer für wen steht. Hui. Oh. Oh. Ach so, ja. Wenn ihr euer Buch auf diese Art und Weise, wie ich das eben so schön gemacht habe, zerstört, dann könnt ihr euch auch hier noch ein Ersatzbuch nehmen. Das müsst ihr aber selbst beschriften, denn diese Bücher sind, wie man hier sieht, sehr schön sieht, leer. Die sind leer, fertig. So. Ich würde an eurer Stelle, oder ich würde sagen, ihr signiert die Bücher nicht, wenn ihr sie fertig habt. Wenn ihr sie fertig habt, ach so, das ist ganz wichtig, wenn ihr sie jetzt fertig habt, ne, das heißt, hier habt ihr eine Nummer stehen und hier habt ihr halt die Namen stehen oder den Namen dreimal. 3 Dinger müssen hier stehen. Wenn ihr nur einen hinschreibt, wird das auch gewertet. Aber dann halt nur ein Keks für denjenigen, dessen Namen da steht.
wenn er jemanden richtig bevorzugt, wie schon gesagt, dann gibt ihn einfach drei, schreibt dreimal den Namen rein und dann habt ihr ihm 3 Punkte gegeben. Dann schmeißt ihr euer Buch hier rein und dann geht das hier hinten in die Wahlkiste. Hier hinten in die Wahlkiste. Ich werde das hier noch zumauern oder was anderes reinmachen. Wahrscheinlich werde ich hier Glas reinsetzen. Die ist jetzt noch leer. Die ist jetzt noch leer, die Kiste. Und da werden dann die Bücher drin gesammelt. Hoffe ich doch mal. Ja, sollten sie. Sollten einfach durchfließen oder hinten drin gesammelt werden. Einfach hier in Wahlen 2016 Fernweh da in die Urne werfen. Gut, das haben wir, das haben wir. Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Es gibt nämlich noch die Möglichkeit einer Fernwahl. Ihr könnt, wenn ihr keine Möglichkeit habt, hier auf den Server zu kommen oder keine Zeit oder sonst was oder irgendwelche Gründe, völlig egal, dann schreibe ich euch allen auch noch eine PN. Guckt also mal in euer PN-Postfach und in die PN-Antwort von euch schreibt ihr dann einfach rein, ihr schreibt rein, Bauaufgabe, Nummer, dann die Nummer von der Schenke, die ihr am besten fandet und Bürgermeister. Und dann die 3 Namen. Oder den einen Namen 3-mal. Oder einen Namen 2-mal und einmal. Einmal. Ich drehe fast durch. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich habe hier die ganzen Bücher von der Hand geschrieben. Ich habe dieses ganze Video aufgezeichnet. Und ja, aber jetzt sind wir durch. Also guckt mal in euer Postfach. Da gibt es auch für jeden, der hier ist, von den Wahlteilnehmern noch eine PN. Da könnt ihr das einfach reinschreiben. Dann werde ich das nämlich hier in euer Buch schreiben. Und dann, wenn ihr gestimmt habt, das werden wir sehen, dann nehmen wir hier die Fackel weg. Ihr habt Zeit, jetzt kommt noch was Wichtiges, ihr habt Zeit bis Freitag, 0 Uhr, also die Nacht von Freitag auf Samstag, also den ganzen Freitag noch, bis Freitag zu Ende ist. 0 Uhr ist der Freitag zu Ende, dann beginnt nämlich der Samstag. Den, was ist denn das dann? Nächsten Freitag, wisst ihr schon, ne? Also in 3 Tagen. Heute ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, den ganzen Freitag habt ihr noch Zeit. 3 müssen es sein. Also Samstag habt ihr auch noch Zeit. Samstag habt ihr auch noch Zeit und Sonntag oder Montag kommt dann die Auswertung von dem Ganzen hier. Die Auswertung und sobald derjenige, der gewählt wurde, dann Zeit hat, kommt er zu uns auf dem Server und dann führen wir ihn zu seinem Ort. Ja, so ist der Plan und ein Plan ist ein Plan und ist ein Plan. Die 4. Wahl hier im Dreiebenland. Die 4. Wahl tatsächlich jetzt. Matrix war der 1. Gewinner. Dann kam der Dune. Dann kam die Shokay. Und der 3. Gewinner der einer Wahl. Der 3. Gewinner war Shokay. Und der 4. Gewinner, der steht noch nicht fest. Und jetzt muss ich mal einen tiefen Schluck aus meiner Cola-Flasche nehmen. Das war's im Grunde. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie einfach hier in die Kommentare. Wie schon gesagt, die Leute hier auf dem Server, die müssen halt alle hier zum 3-Elmlein-Palast kommen. Oder wenn sie da keinen Bock zu haben, halt auf die PN antworten, wie ich das beschrieben habe. Und dann werden wir sehen, wer der Bürgermeister von Fernweh wird. Na, der die meisten Kekse hat, gewinnt. Bei den Bauaufgaben hat ja schon erzählt, der mit den meisten Punkten kriegt 3 Kekse, der mit den zweitmeisten 1 und der mit den drittmeisten kriegt dann 1, 2, 1, 3, 4, 7, 8, 10. Okay, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Es hat Spaß gemacht, die Wahlen, aber, meine lieben tapferen Freunde, das wird vorerst die letzte Wahl sein, die stattgefunden hat. Die letzte Wahl in dieser Form und auch überhaupt hier im Dreiebenland. Was wir nächstes Jahr machen, das weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht genau sagen. Es war mir auf jeden Fall, wir haben im Mai damit begonnen hier mit den Wahlen. Es war eine sehr lange Wahl. Wir haben jetzt schon fast August. Oh Gott, das war viel zu lang. Nächstes Jahr werden wir was anderes machen. Wir müssen mal schauen, ob wir dann noch einen Ort vergeben oder was dann passiert. Oder ob das Ganze in einer anderen Form stattfinden wird. Ich habe mich einfach übernommen und dafür möchte ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei euch entschuldigen. Es war einfach zu viel. Ich habe zu viel gewollt mit den Aufgaben und habe mich da anspornen lassen und wollte immer mehr und immer mehr. Und das Ganze hat viel zu viel Zeit gefressen, hat euch viel zu lange auf die Folter gespannt. Und wir konnten uns nicht mehr um die Geschichte unserer schönen Welt so richtig kümmern, um das Wesentliche, das, was uns alle antreibt. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, das lasse ich nochmal offen, wie es weitergeht mit den Möglichkeiten, hier auf den Server zu kommen. Ich denke, es muss einiges umgedacht werden. Es muss einige Erneuerungen geben. Wie die genau aussehen, kann ich, wie schon gesagt, zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.
Aber sowas wie dieses Jahr, das werde ich nicht nochmal aufziehen. Das ist mir einfach, ja, das hat mich von dem Wesentlichen, nämlich dem Minecraft-Spielen, so ein bisschen abgelenkt. Und hat mir so viel Zeit gekostet und ich muss das immer wieder, euch immer wieder vertrösten und aufschieben, das Ganze. Und nochmal und nochmal. Und dann kam der neue Computer dazu und ihr wisst ja, was alles passiert ist. Ich will einfach, dass alle Spaß an den Videos haben. Spaß hier im 3M-Land. Und das soll im Mittelpunkt stehen. Und dass die Geschichte vorangetrieben wird. Hier die Geschichte von unserem wunderschönen Hundsgrab. Die Geschichte vom 3M-Land. Und ja, aber diesmal noch eine ganz normale Wahl. Und ich sage, an die Wahlohren, meine lieben tapferen Freunde, ihr wisst, wer gemeint ist. Und das war die Wahlsendung 2016, die vierte Wahlsendung. Und ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft. Und, na klar, auf Wiedersehen.